Tag und ein herzliches Willkommen zum Splatfest. Spladun. Februar 2023. Es geht um Schokolade. Und ja, der Streamtitel lügt nicht. Ich habe hier Schokolade. Er hat sich Schokolade gekauft. Ich habe Schokolade. Und falls das hier nicht reicht, das ist jeweils eine Packung. Ich habe noch viel mehr. Und das wird reichen. Bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir auch sicher. Guten Abend. Daniel Botwinko. Und Soccer Mind. Ich muss erstmal das Spiel anmachen, habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, so weit bin ich schon. Ich war schon im Titelbildschirm. Ich nicht. Ich bin ehrlich, was mich stört, immer noch an Splatoon 3, weil es in Splatoon 2 so gut gelöst war. Mit den Nachrichten während des Splatfests. Ja. Dass sie dann halt da einfach im Studio sind und nicht auf ihren. Nee, sie sind eben. Dass sie dann im Studio sind und nicht auf ihren Bühnen auf der Bühne sind. Ja. Das stört mich so ein bisschen. Aber sind sie doch jetzt auch, oder nicht? Sie sind auf der Bühne, aber wenn du in den Nachrichten bist, so meine ich das, sind sie ja im Studio. Ja, das war ja in Splatoon 2 auch so, oder nicht? Nö, da waren die auf der Bühne. Die haben die News auf der Bühne gemacht? Die haben die News oben auf der Bühne gemacht. Smart. Timmy, das ist anscheinend schon so lang für dich her, dass du das schon wieder vergessen hast. Ich habe mir einfach generell keine... Oh, weiße Schokolade führt schon. Ja, ich weiß. Das hättest du auch wissen können, wenn du bei mir in den Gaming-News-Chat geguckt hättest. Ich tue einfach so, als hätte ich nicht fast alle Channel auf jedem Discord-Server, den ich bin, gemutet. Ich habe mir nicht mal einen Ping gemacht, ich habe da einfach nur reingepostet und gib ihn. Ja, aber die Nachricht sehe ich ja nicht, wenn gemutet ist. Nee, gut, ach ja, das Update, das hatte ich auch vorher noch nicht. So, hallo Zocker meint. Before I build a home. Ich sollte vielleicht dieses Bouncing DVD-Logo in meinem Stream ausmachen. Wäre eine gute Idee. Aber ich mag das so gerne. Also ich würde mal sagen, wir warten hier dann noch auf. Ich limitiere mal kurz. Nee, ist auch scheiße. Ja, lassen wir so. Was limitierst du? Ich hätte sonst gesagt, wir limitieren den Chat hier einmal auf 2, bis Blade kommt, aber. Weil ich keinen Bock habe auf andere Leute. Da kannst du ja einfach kicken. Kelly's still in progress. Okay. Ja, das habe ich auch gesehen. This is the real me. White Chocolate. Aqua Octo. Der ist so traurig noch weniger. Sie heißt Aqua Octo. Ist aber ein Inkling. Sass. Moin, die Herrschaften. Interessant. Wer war das? Nika. Er hat das Spiel nicht, ne? Moin, die Herrschaften. Und wieder weg. Tweet. Oh Gott. Nee, ich hab das gemacht, was du gesagt hast, was ich machen soll, wenn jemand anders hier reinkommt. Ja, gut. Zurecht. Ich weiß nicht, was ich vom Braun halten soll. Von Braun? Ja, vom Vollmilchbraun. Das war ziemlich lustig. Oh lol, streamst.
Nee, Nikan, wir sind ja auch nur im Streaming-Voice-Chat auf dem Server. Ist ja nicht so, als gäbe es da noch einen anderen. Ist ja nicht so, als gäbe es da noch einen anderen Voice-Chat, der nicht Streaming heißt. Richtig. Es gibt keine anderen Voice-Chats hier auf dem Server, einfach nur, weil... Wann nutzt man den hier mal, genau, wenn irgendjemand am Stream ist? Richtig. So, jetzt will ich mal wissen, was ist offiziell unsere Gegnerfarbe? Sag bitte. Achso, wie die Farben wirklich in-game heißen, sagst du? Nein, es ist das Lila von Zartbitter. Zumindest laut dem Bot. Okay. Und laut dem Splat-Bot hier in der Ecke. Weiß nicht, ach so, welches unser richtiges Gegnerteam ist, in Anführungszeichen. Ja, so ungefähr. Welche Waffe nehme ich denn? Eigentlich ist wurscht, ich würde eh geflamed. Sieht aus wie Blaubeeren. Bist du da? Bist du soweit? Ich bin soweit. Demi, Zocker meint. Was ist? So, ich möchte gerne mit Freunden. Ich erstelle einen Raum. Drücke auf die falschen Tasten. Wir sind traurigerweise Gegner. Oh nein. Das will ich doch gar nicht. Das macht mich jetzt aber traurig. Oh. Auf geht's. Wir sind normale Vollmilch-Fans. Hallo Torge. Hallo Timmy. Tradition. Nee. Hui. Da wo du bist, habe ich schon eingefärbt. Da wo du bist, habe ich schon eingefärbt. Hui. Ja, gucken wir einfach mal Werbung. Wir gucken Werbung? Ja, Werbung. Hier, die Plattform da. Ich schaue auf die große Switch. Ja, das meine ich ja mit Werbung. Ach so. Bei mir steht da aber keine Werbung. Bei mir steht da das Splatfest. Die Splatfest-Teams. Ja, bei mir auch gerade. Was haben wir denn? Normalo weiße Schokolade-Fan. Weißt du aber, was ich an deiner Stelle gemacht hätte? Warten. Ich hätte mir 3 verschiedene Schüsseln genommen. Nee, so viel Platz habe ich auf dem Tisch stehen. Okay. Ich weiß nicht, was ich von dem Braun halten soll. Nee, es sieht aus wie... Weiß auch nicht. Der Flo. Ah, ja. Ich habe jemanden getötet, ich habe nicht mal hingeguckt. Sieht das aus, als wäre das Vanille gegen Schokolade. Alter, ein Eiscreme-Splatfest. Vanille gegen Schoko gegen Erdbeer. Ja, probably. Oh Gott. Also ich habe noch nicht viel auf dieser Stage gespielt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich kenne die Map auch noch nicht so gut. Aber sie ist recht klein. Alle Maps in Splatoon 3 sind so klein. Selbst Maps, die es früher gab, wurden halt signifikant verkleinert. Oh Mann. Und selbst neue Maps, die mal größer waren, wurden verkleinert. Ja, oder eine. Die Schwertmuschel irgendwas. Schwertmuschelkanal heißt es, glaube ich. Schwertmuschelakademie. Nee, der Schwertmuschelkanal. Ich bin in der Coolkugel gewesen, wollte wegschwimmen. Ja. Ach, guck mal, die haben schon mal ein 100 gewonnen. Oder zumindest eine da. Ach, dann kriegt man dieses Fischsymbol da drüber. Ja. Einmal 100 gewinnt. Ich habe bisher noch nicht mal ein Mal 100 irgendwie bekommen gehabt.
Doch, ich schon. Habe ich den gewonnen? Oh, ich weiß nicht mehr. War das in Splatoon 1 oder in Splatoon 2? Was? Splatoon 2 oder Splatoon 3, so rum. Beides. Also in Splatoon, in Splatoon 2 hatte ich definitiv schon welche, auch die ich gewonnen habe. Aber in Splatoon 3 hatte ich halt auch schon mal 100 Kampf. Und den habe ich aber, glaube ich, verloren. Ich wurde gemeiert. Der Meier hat mich gekillt. Au. Au. Oh mein Gott, die nehmen mich ein bisschen auseinander. Bock auf Smash? Dude. Ja, klar. Also Bock schon. Nur jetzt nicht. Nur bin ich gerade irgendwie ein bisschen beschäftigt. Erstens das. Und zweitens will ich gern offline Smash spielen, damit ich mit meinen Mods Smash spielen kann. Timmy, warum springst du zu mir, du? Weil ich gewinne. Bin hier, um zu siegen. Und dann habe ich verloren. Ich denke, er meint mich. Ach so. Ah. Das macht mehr Sinn. Schätze ich. Ich muss gerade kurz überlegen. Ich habe auch was Kleines für den Stream vorbereitet. So, jetzt musst du ein Stück weiße Schokolade essen. Erstmal da. Da seht ihr, wie viel Schokolade ich gegessen habe. Oh, man hat während dem Splatfest sogar einen Katalog-Bonus, das ist gut. Ich häng mit dem... Fällt dir jetzt auf? Nein, das weiß ich eigentlich, aber das ist mir jetzt halt wieder aufgefallen. Weil das Ding ist, dass ich mit dem Katalog ein bisschen zurückhänge. Ich bin Level 11. Ich bin Level 80. Irgendwie war auch dieses Spanisch Interessantes drin. Hauptsache die Brille. Und die wollte ich eben grinden, aber der Rest irgendwie. Die Pixelbrille ist aber nicht. Die Pixelbrille ist nicht im aktuellen Katalog, du. Ja, ich meine, das meine ich am letzten Katalog. In diesem Katalog ist mir ziemlich egal, was drin ist. Na, ich will die Kataloge schon voll machen, eigentlich. Weißt du was, ich schau jetzt mal in die Nintendo-App und schau, wer von meinen Freunden für was abgestimmt hat. Falls überhaupt Leute abgestimmt haben. Meins ist 223 für weiße Schokolade. Abstimmung. Ich find's interessant, Tinny hat jetzt Subs. Wer ist Tinny? Was? Kaki. Tinny. Na gut, das N ist direkt neben dem M. Boah, Timmy, wir müssen das gewinnen. Warum? Ich hab keinen Bock auf. Ich hab keinen Bock, Zartbitter zu essen. Boah, ich hätte voll gern mitgemacht. Aber ich wollte mir keine Schokolade extra kaufen gehen. Beziehungsweise ich war halt zu faul, jetzt, nachdem du mir das erzählt hast, noch an den zwei Tagen eins kaufen zu gehen. Hättest du mir das vor einer Woche erzählt, wäre ich safe noch gegangen. Aber... Ich hatte auch erst vor zwei Tagen so ungefähr die Idee. Achso. Beziehungsweise zwei Tagen vor drei Tagen. Ich habe gesehen, dass wir diese Schokoladenstückchen im Angebot hatten. Wenn das mit Eiscreme kommt, dann mach. Wenn Vanille gegen Schoko gegen Erdbeer kommt, dann mache ich das. Dann haben wir ein Problem. Warum? Wenn's. Ich habe einen Kühlschrank neben mir stehen, das ist kein Ding. Ach, da können wir auch einfach fürs Pückler kaufen. Wird. Ja, fürs Pückler. Also, das ist ja Schokolade, Vanille und Erdbeer. Weiß nicht, was das ist. Das ist halt. Ach, vielleicht auch Napoleon-Art, keine Ahnung. Das heißt, glaube ich, überall anders. Napoleon? Ja, das ist ein Eis, wo ein Drittel ist halt ein Erdbeer. Ach, du meinst diese Sandwiches. Ja, nicht nur Sandwiches, das gibt es auch als Verpackung. Also als Eis. So ein Eiskarton. Genau, so ein Eisbecher. Eisbecher. Ein Eisbecher ist wieder was anderes. Genau, Becher ist halt eine Kugel oder zwei. Oder mehr. Bei uns war Schokolade im Angebot. Ich hasse Pfandautomaten. Ich hasse Pfandautomaten.
Das ist sehr gut, Kaki. Ich hasse Pfandautomaten auch. Ich nicht. Ich finde die super lustig. Macht das Spaß. Nein! Au. Bin geflüchtet. Und nimmt das. Ihr zartbitteren Arschlöcher. Das sieht übrigens nicht so gut aus für uns. Merkt das. Was? Wer schaut hier? Wer schaut hier was? Ich wollte sagen, wer saugt mir hier schon wieder Tinte ab? Wer schaut mir hier wieder Tinte ab, genau. Die neuen, die Aldi bei Aldi hat, hasse ich nicht. Die neuen bei Aldi hatte ich. Nein, die neuen, die Aldi hat, hasse ich nicht. Schwierig. Lesen schwierig. LRS. Alter! Ey, ich treffe gar nichts heute. Ich treffe nichts. Ich hab... Fallboy. Der Typ hat auf jeden Fall gegrindet, das kann man sagen. Boah, Cola gegen Sprite gegen Fanta. Das wäre ein interessantes Splatfest. Aber ein gesponsertes, was natürlich möglich ist. Ich darf weiße Schokolade. Ich darf voll. Ja, genau. Bei einem Unentschieden. Bei einem Unentschieden zwischen Vollmilch und Zartbitter ist es dann eine weiße. Okay, fresh. So, die Teams meiner Freunde sind übrigens 3 zu 4 zu 3, glaube ich. Ja. Gucken, ob sich da bei mir inzwischen noch was geändert hat. Ich bezweifle es aber. Volle Kanne, Vollmilch-Fan! Boah, das klingt gut. Inzwischen ist es 3-3-3 bei mir. Tobi, das ist uns noch gejoint. Bei mir ist 3-4-3. Bei mir ist Tobi das Tor. Alter! Timmy, Tessa, Tobi das Torge. Yes, wir sind das Team T! Team T. Ach, gleich, dass ich ja vorhab, sowieso morgen nochmal. Ich bin morgen auch wieder. Aber ich weiß nicht, ob ich morgen streame. Ein Stream reicht mir eigentlich. Wobei, morgen gibt's ja dann die Tricolor-Dingens, ne? Ja. Ich fand schön, dass ich die beim letzten Mal einfach avoiden konnte. Weil ich keinen Bock drauf hatte. Ja. Kann ich verstehen. Wo wir gerade von Sprite, Cola und Fanta geredet haben, ich schenke mir jetzt einen Becher Cola ein. Aber es wäre auf jeden Fall ein interessantes gesponsertes Splatfest. Vor allen Dingen ist es ja trotzdem nur eine Company, oder? Es ist alles Coca-Cola. Ja. Die Coca-Cola Company. Die Coca-Cola Company. CCC. Ich meine... Fanta ist deutsch. Punkt. Fanta ist deutsch? Fanta ist deutsch. Fanta wurde in Deutschland erfunden. Und? Was hat das mit dem Splatfest zu tun? Oder mit der Splatfest-Idee? Aua! Ich wollte nur mal anmerken. Wusste ich nicht. Fanta wurde in Deutschland erfunden. Interessant. Mehr Fakt habe ich dazu. Und Cola? Das ist irgendwie... United States of America. The United States. Fanta gab's auch mal mit Milch. Ah! Aua. Fanta gab's auch mal mit Milch, was? You? Oder irgendein kohlensäurehaltiges Getränk mit Milch, you. Ich bin ganz ehrlich. Boah, Milch mit Kohlensäure. Oh, let's go. Königbombe. Oh, yes. Strong! Ich hab Engi gekillt! Der ist jetzt Engi. Der ist jetzt Engi. Oh, einer von denen ist disconnected. Schau oben. Warte mal, ist das vor der Halbzeit passiert oder nach der Halbzeit?
Übrigens ist es nicht genau die Halbzeit, wann das passiert, keine Ahnung. Ja, aber das ist ein guter Indikator. Es ist nach der Halbzeit. Also, ich habe es erst nach der Halbzeit gesehen, zumindest. Okay, dann gewinnen wir das gerade. Ich muss mir nicht nochmal Zartbitter beißen. Geil. Du hast doch gar keine Zartbitter gegessen. Du hast einen Punkt, ja, aber. Wenn es kein Zartbitter ist. Ich glaube, Engi. Ich kann mir vorstellen, dass Engi disconnected ist, weil ich Engi gekillt habe. Engi hat einen Engi-Quit gemacht. Richtig. Ah! Och, diese scheiß Stempel kriegen mich jedes Mal. Ja, Engi ist gequittet. Engi hat einen Engi-Quit gemacht. Der Engi-Quit. Rennen dominiert. Ba-da-ba-bow. Das Schöne ist. Ja. Ja, das Schöne ist. Also wegen meiner Anzeige, stimmt. Das Schöne ist, ich kann die für jedes Splatfest einfach wiederverwenden. Okay. Die Farbe hinfüge ich eigentlich erst im. Im Nachhinein ein. Ja, in OBS ein. Soll übrigens schöne Grüße von Lucey ausrichten. Wer ist denn Lucey? Und wer schreibt das? Zocker meint. Kenne ich auch nicht, ich kenne nur Lucy. Deine Schwester? Ach so! Ja, die wird aber mit IE geschrieben. Lucy. IE. Und ich glaube. L-U-C-I-E. Schon mal ihren User. Ja, ich weiß, sie benutzt immer den EY-Usernamen. Aber wenn ich einfach nur Lucey lese ohne Unterstrich X3 dahinter, dann komme ich da nicht drauf. Brigade mit Klecksern. Wir sind sowas von dran. Oh, und da ist weiße Schokolade. Das heißt, Risiko, dass du Zartbitter essen musst, schon wieder sehr gering. Eigentlich ist sie gleich 0, weil unentschieden geht eh nicht. Liebe L, kleiner als 3 spielt Smash Bros. Nikan, warum heißt du auf der Switch so? Alter, ich treff nichts! Warum treff ich nichts? Oh Gott. Hab mich gerade eben wieder umbenannt. Dann, wieso hieß du so? Kindergirl, what? Wobei Coca-Cola, Fanta, Sprite. Das wäre ein schweres Blatt, das du mit. Nee, bei mir wäre easy. Also, ja, also Sprite auf gar keinen Fall. Ja, eigentlich bleibt da nur Coca-Cola, ne? Fanta mag ich gerne, aber ich kaufe halt immer Coca-Cola. Also, dass ich mal. Dass ich die Wahl habe: Fanta und Cola und ich entscheide mich nicht für Cola. Selten. Äußerst selten. Entweder nehme ich beides, halt mit. Und. Tibi, wir sind dran. Warum? Womit sind wir dran? Nein. Ah. Ja, nein. Toggle? Metzumix ist was Deutsches, das geht nicht. Ich meinte jetzt von wegen, wenn man sich die Karte anguckt, wir sind dran. Ach so, du meinst, wir verlieren. Komm her, du. Torge, ich bin eigentlich dafür, dass wir gewinnen.
Weihnachten war lustig. Weihnachten? Ja, wo man sich dann als Noobs tarnen konnte. Und dann die ganzen Kiddies abgezogen hat. Oh Gott. Das ist gemein. Meine arme Cousine. Die hat Splatoon zu Weihnachten bekommen. Ja, die wurde von den ganzen wurde abgezogen. Es gab, sagen, zwei Fraktionen dann in dem Moment zu Weihnachten. Es gab die Fraktion, die wollten die neuen Spieler willkommen heißen. Nett. Und da gab es die Kill Fraktion. Hey, Angie ist bei mir im Team. Ah! Was? Angie ist bei uns im Team? Aber. Angie halt. A-N-G-I-Y. A-N-G-I-E. Nee, das war ja A-G. A-N-G-Y. Genau, A-N-G-Y. Was war denn bei euch da hinten los? Ich bin die ganze Zeit bei denen am Spawn und bin so, ja, easy hier drüben. Ja, bei uns war halt aber scheiße. Was war denn da los? So, jetzt musst du ein Stück weiße Schokolade essen. Bin schon dabei. Hab ich nicht? Nö, hab ich nicht. Okay. Hast du dir eigentlich die Patchnotes durchgelesen für den aktuellen Patch? Nee, ne? Nö, das war doch. Ich hab mir den mal angeguckt. Welchen Patch sind wir jetzt? 2.1.0? 2.1.1. 2.1.1. Da wurde probably auch noch was gefixt. Weil ich sie aus irgendeinem Grund sehr viel weniger Dingens. Airbrushes. Als ich die letzten Tage gespielt habe, waren sehr viele Airbrushes da. Und heute eigentlich nicht. Bisher. Deswegen wundere ich mich gerade so ein bisschen. Hast du dir denn auch schon den DLC gekauft? Ich habe kein Geld. Ich habe mir den DLC schon gekauft. Ah! Und voll erwischt. Ja, ich konnte nicht weglaufen, weil ich mein Special aktiv hatte und war denn dem Regen einfach ausgesetzt. Dem Tintenregen. Der Tintenschauer. Ich find's auch irgendwie komisch, dass von allen aus Platoon halt einfach der verdammte Tintenschock bei Blue ist ein Meme geworden ist. Ein Meme jetzt nicht, aber der wird von einer Person dann dauernd verwendet. Eigentlich war das ein Meme zwischen mir und Blues, weil Blues mich immer damit fertig gemacht hat. Und dann kam, glaube ich, war das vielleicht sogar mein? Keine Ahnung. Die benutzt das halt immer noch. Kann man jemanden den Splatana da killen, dann hätten wir einen Wipe gehabt. Wie, was geht? Blake! Moin! Hallöchen! Ja, hallo. Wie geht's dir? Mir geht es hervorragend. Also, ich muss mal kurz schießen. Ballern und schnell fahren. Ich will nicht Zartbitter essen. Nee. wird die erste Zartbitter, die du essen musst. Ja. Oh, stay hydrated. Das hab ich nicht.
Nein! Gott, damit! Lass mich in Ruhe! Kimi? Ja? Streamst du mir das? Oh, mach ich gleich wieder. Ja, lass dir Zeit, alles gut. Schwupp. Na, 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 na. Da. Uff! Sieht aber gerade nicht so gut aus. Dankeschön. Mich hat getan. Er ist runtergefallen, der Trottel. Au. I don't like this. Okay, das war Silver. Ich geh jetzt einfach in die Mitte. Nautilus. Ich hab die Schorle gekillt. Hey, wir haben sie noch voll erwischt. Wer hat gekickt? Na, hier steht, aha, Blake wird nicht gekickt. Ich weiß nicht, was gemeint ist. Ja, Nikan kam vorhin in den Voice-Chat und Torge war so, den kicke ich direkt wieder. Weil er sich gewundert hat, was er mit Leuten machen soll, die sonst so in den Voice-Chat kommen. Und deswegen hat er Nikan direkt wieder gekickt, als er in den Voice-Chat kam. Aber Nikan, der Unterschied ist halt, mit Blake ist das seit irgendwie einer Woche abgesprochen, dass sie hier mit dabei ist. Einfach im Voice. Ich muss sagen, Stadtbitter ist jetzt nicht so schlimm. Blake, welches Team wärst du, wenn du auch mitspielen würdest? Weiß. Stimmt. Weiße Schokolade. Ich weiß nicht, was die anderen Optionen waren. Zartbitter oder Vollmilch? Zartbitter. Vollmilch ist auch geil, aber weiße Schokolade trotzdem besser. Hm. Ein Moment, ich gehe ganz kurz Amiibos holen. Aber wie geht's euch? Euch allen? Ein bisschen müde, aber sonst ganz gut. Warum müde? Ich hab gearbeitet. Nicht geschlafen oder wie? Ach so, okay. Nicht geschlafen. Das kommt ja auch hin. Machst du wieder auf, Torge? Und Blake, wie ist dein Zimmer geworden? Ich habe zu wenig Efeu. Nee. Ich muss mir da nochmal was, so eine 12er-Packung bestellen, weil ich hatte so eine Ecke, die mich die ganze Zeit genervt hat, weil die relativ zentral liegt und die auch immer auf Snaps und so drauf war. Und die war einfach leer, also da war einfach nichts. Und die habe ich jetzt gecovert, aber jetzt ist eine andere Ecke leer und es sieht genauso scheiße aus. Das nervt mich. Aber an sich ist es schön näher als vorher. Weil vorher ist halt alles runtergefallen. War nicht so cool. Eine Ecke, die zentral liegt. Nee, also die über meiner Tür. Und die hat jetzt einfach so ein Loch da. Quasi. Also es ist einfach... Da ist einfach ein Loch. Okay. Das ist schlecht. Ja. Ist es. Bam bam param bam bam param param bam bam param param bam bam param. Bande mit Stiefeln. Okay. Ja, wir sind die Bande mit Stiefeln. Oh ja. Phil Depps, do us apart. Das
der Zartbitter, ihr Arschgeigen. Was ist mit dir los? Ich hab Red gekillt. Ich hab Violet gekillt und Violet hat mich gekillt. Ja, aber es waren All Caps Red. Richtig. Also Ratte. Ah. Red. Timmy, that's so beautiful. Was? Das ist wunderschön, was du da machst. Was denn? Ich weiß es nicht. Alles dreckig. Ich färb alles ein. Meiner Wasserpistole. Das ist auch geil. Splatoon ist ein Spiel, wo mit Wasserpistolen gekämpft wird. Oi. Ja, technisch gesehen. Also. The violence. Less violence. You just get splatted, bitch. Die Lore ist deeper, als du dir vorstellen kannst. Ja. Okay. Ich will da auch jetzt nicht weiter drauf eingehen. Warum? Also wir sind so Mensch-Tintenfisch-Hybrid-Wesen, die so von Tinte kaputt gemacht werden können, aber wir tauchen einfach wieder auf, als wäre nichts gewesen. Aber Wasser vertragen wir nicht, aber irgendwie gibt es trotzdem Regen und man muss ja auch irgendwie duschen und... Was? Also... Es ist weird. It's weird. Also, dann gibt es noch eine Zweitspezies, die Octolinge. Die sind genau das gleiche, nur anders. Also das sind quasi... Was? Und dann gab es so Rassismus zwischen den Inkling und den Octolingen. Aber der ist inzwischen gut. Aber es gibt immer noch welche, die nicht gut sind und, Die sind quasi dasselbe, aber nicht das gleiche. Ja. Andere Spezies, aber gleiche Entwicklung. Weißt du? Wie bei Menschen. Das ist eigentlich dasselbe, aber trotzdem gibt's Rassismus. Ja, gut. Red! Hat mich gekillt. Das wird jetzt in diesem Match ein Running Gag mit Red! So, du musst übrigens wieder Zartbitter essen, so merke ich gerade. Ja, das finde ich kacke. Timmy, mach mal was. Mhm. Violett hat mich gekillt. Ich weiß nicht, ich hab 1000 Punkte, ich weiß nicht, was ihr falsch macht. Ich weiß auch nicht, ich bin gerade nicht so hundertprozentig da konzentriert. Ich bin ein fucking Volleyball. Ah ja. Hä? Richtig. Zocker meins Nachricht. Guten Appetit, Torge. Splatsville Jungspund Player, das war sein erstes Match jemals in Splatoon 3 und der hat uns fertig gemacht. Findest du übrigens doof, dass man die Stufe von anderen Leuten nicht mehr sehen kann? Wer weiß, vielleicht hat sich die Person auch einfach Player genannt. Ja, das kam mir nämlich auch gerade, deswegen war ich so, ist das blöd, dass man die Stufe von anderen nicht mehr sehen kann? Aber er hatte 400 Punkte, ich schätze, ich glaube, das war real. Warum auch immer die Leute jetzt auch plötzlich aus ihren Löchern gekrochen kommen. Lucy! Hallöchen! Werbung, uff. Okay, dann warte ich, bis die Werbung vorbei ist mit dem Hallöchen. Was meint ihr, wie lange dauert die Werbung so? 30 Sekunden. Immer? Ungefähr. 1, 2, 3, 4. Wenn Lucy uns hört, soll sie uns einfach schreiben, dass sie uns hören. Lucy hört uns bestimmt irgendwann. Lucy! Hallo, hi! Lucy! What's up? Wieso spielst du nicht beim Splatfest mit? Es ist das komische Tintenfischspiel. Warte mal, hat sie das Spiel? Ja, doch. Sie hat das Spiel. Ich glaube, durch dich. Irgendwie war da was. Basti hat von mir den Link bekommen. Zur Amazon. Ja, also, Amazon-Seite. Wo das Spiel. Hallo, Lucy. Zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel 40 € gekostet hat.
Until Depth Do Us Apart. Ja. Surimi Syndicate. Surimi Syndikate. Oder im Englischen Deep Cut. Damn. Das ist ein ziemlicher Deep Cut, muss ich sagen. Ah, hallo, weiblicher Mensch. Wunderschön. Ja! Also Mensch finde ich übertrieben. Ach, hallo. Hier die Gangbang uns übrigens schon wieder mit der Base. Oh geil, endlich. Ach ja, stimmt, ich hab vergessen, es ist Timmy, da darf ich ja nicht. Ich wollte gerade sagen, so ein komischer Scheigeil hat mich umgebracht. Der Scheigeil? Dann Wimo! Wow! Wimo! Wow! Dann eben, hallo Future Lu2B. Achso. Stimmt, ihr habt so eine Connection gehabt. Ja, ja. Also ich persönlich... Ja, guck mal, der hat... Der hat nicht die normale... Der hat nicht den Junior Klexer, der Player. Der ist fake. Wieso? Er kann sich doch mit seinen goldenen Tickets... Aber man muss mindestens Level... Muss man nicht mindestens Level 4 sein, bevor man einkaufen kann? Ich glaube, das gilt nicht mehr für die Waffen. Oder? Oder zumindest nicht mit den goldenen Tickets. Also wenn man es mit den 2 Speicherdaten hat. Bin mir unsicher. Sieht einfach nur stressig aus. Ja, ist es auch. Gerade ist es auch ziemlich stressig. Das ist richtig anstrengend, Mann. Frau. Woman. Women. Was? Au, Alter. Nein. Hab mit Hori jetzt nicht gerechnet. Wieso mit Hori? Und dann jetzt Hori in die Equation. Gun Wemo. Ja. PewDiePie kriegt ein Baby. Ich dachte, der hat schon lange eins. Der Wendler kriegt auch ein Kind. Oh je. Yeah. Reden hier von PewDiePie und dann kommst du mit dem Wendler? Wir reden über Kinder. Das ist die Connection. Ich dachte, PewDiePie ist schon lange Vater. Ja, so war ja alle, ne? Würde heute Abend vielleicht ein bisschen mitmachen, besteht aber die Gefahr, dass ich den Schnitt komplett runterziehe. Das ist okay. Also ich meine, der Schnitt ist im Moment... Der ist gar nicht da. Der Schnitt ist momentan, 3-2-2. Wie oft haben wir gewonnen? 2-mal. Und wir haben 6-mal verloren? Ne, 5-mal. Okay. Und 2-mal gegen Schadbücher. Ich muss es wissen. Von Hunden ist er Vater. Das klingt ganz komisch. Kannst du bitte... Okay, Entschuldigung, tut mir leid. Was? Nee, nicht du. Irgendwas. Hey, guck mal, nee. Das ist nicht gelogen. Wir haben gegen Zartbitter verloren, Torgel, schon wieder. Jetzt bin ich ganz am Lutschen. Ich hab 1200 Punkte, an mir liegt's nicht. Sag ich mal an, da unten. Oi. Sie sehen oben links in der Ecke den gerade aktuellen Stand. Ich hab gelesen, dass du sehr viel Schoki gekauft hast. Ja. Gut, Bilanz, Zartbitter schmeckt scheiße. Wenn wir Letzter werden, musst du so ein Ü-Ei essen, weil da ist weiße und Zartbitter-Schokolade dran. Oh, mal 10 Kampf! Ein Ü-Ei? Ein Ü-Ei ist Vollmilch. Nein. Ich wollte auch gerade sagen, es ist Vollmilch. Auf der Verpackung steht Zartbitter.
Also ich esse es das nicht. Ist niemals zart, bitte. Nele, ich esse ja es so nicht dünn. Freiwillig. Vincentia. Das merkst du gar nicht, dass es zartbitter ist, weil das halt so eine das dünne Schicht an Schokolade ist, um die weiße. Ja, drin. Aber das ist safe nicht zartbitter. Das ist Vollmilch. Auf der Verpackung steht zartbitter. Nö, akzeptiere ich nicht. Okay. Also hat mir mein Bruder erzählt, ich hab's ihm einfach geglaubt, dass es auf der Verpackung steht. Ich hab's nicht nachgesagt. Kannst du das mal kurz checken? Vielleicht ist mein Bruder auch ein dreckiger Lügner. Safe. Der ist übrigens gestern um 10 nach Hause gekommen und heute Morgen um 10 wieder weg. Junge. Aber nicht zu Svenja. Ganze 12 Stunden, oh mein Gott. Was? Lass mal nachgucken. Gestern Vormittag um 10 ist er nach Hause gekommen. Und also der war ganze 24 Stunden zu Hause. Ja. Lass mal nachgucken, was ist mit dem Ü-Ei. Vollmilch. 47% Vollmilchschokolade laut Kinder. Und die restlichen 53%? Sind halt diese. Die sind Tierknochen oder was? Wie bei den Gummibärchen. Nee, was? Das ist eine Scheiße. Hier und dort und überall. Sie sind da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Blake, kennst du? Hm? Kennst du die Gummibärenbande? Ja, nie geguckt, aber kenn vom Namen her. Ich will hier weg, ihr. Siehst du, so schlimm ist das. Was ist Nachricht schlimm? Die wurde Ihnen präsentiert von Steuerung C, Steuerung V. Vollmilchschokolade 47% Zucker, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator-Lecithine, Soja. Und Vanillin? Und Insekten. Ja, inzwischen. Insekten. Ah ja, Insekten war's. Magermilchpulver 17%, Zucker, pflanzliche Fette, Palmshea, Butter, Reinfett, Emulgator, Lecithin, Soja, Vanillin, Gesamtbestandteile im Produkt 32%. Ich hab Zweck gekillt. Es plättet. Erledigt. Schon wieder Violet. Wir spielen immer gegen die gleichen. Kotzt auch gleich, wenn das so weitergeht. Au. Diese Nachricht wurde Ihnen präsentiert von Steuerung C, Steuerung V. R&V-Versicherung. Jetzt disconnected einer von den Gegnern. Toll, das hätte vorher passieren müssen. Boah, ich freue mich so. Inkopolis. Inkopolis. Ich mag den Japaner nicht. Welchen Japaner? Didn't see any Japaner. Oh, wir haben den mal 10 Kampf verloren. Scheiße, das war ja auch nochmal 10 Kampf. Now I hate myself. Also klar. Ich weiß nur eins. Doch, der Kampf wird nicht als Niederlage gewertet. Ja. Nice. Also musst du gar keine Schokolade essen. So ist es. Wir haben immer noch verloren, einfach nur weil die Person am Ende disconnected hat, macht das keinen Unterschied. Aber es zählt nicht als Niederlage, Torge. Ja, für das Splatoon-Match. Ja. Richtig. Ja, für Splatfest, aber für mich zählt das jetzt als Niederlage. Die haben 15 und 13 Kills? Ja, die haben auch irgendwie alle bei unserem Spawn gekämpft. Ja, ich weiß, ich war da. Ey, wir hatten alle Brillen auf, sehe ich jetzt erst. Jeder hatte eine Brille auf. Jeder eine andere. Ja, eben andere Leute.
Cry Cry. Ich möchte Cry Cry erledigen. Und weiße Schokolade. Gang mit Brillen und Stiefeln. Das sah aus wie Sperma. Das ist weiße Schokolade. Nein. Leck, das Team hast du gewählt. Du schießt Sperma. Du musst dich eigentlich anfeuern. Da, schau dir das Sperma da hinten an. Oh. Aber jetzt, also komm. Absolut, der absolut beste Gott der Zerstörung. Oh ja, Splatboy kommt zu mir. Also ich meine, wenn weiße Schokolade gewinnt, kann ich das verstehen, aber... Ich hab jemanden erledigt, cool. Ich weiß nicht. Kannst du mir nichts sagen. Ich weiß nicht, wann. Also. Mir ist neu, dass Sperma so einen leichten Gelbstich hat, aber gut. Aber so irgendwie. Also, es. Also. Schon. Weißt du, woran es mich erinnert? Also, vor allem jetzt mit der Kombi mit dem Braun erinnert es mich an diesen Joghurt. Wie hieß der noch? Paula. Ja, Paula. Keiner. Chat, was habt ihr zu Herr sagen? Ja, Paula mit der Ecke. Nee, warte, so ging das nicht. Nee, nicht ganz. Die Paula ist nicht. Mit den der Flecken. Joghurt mit der Ecke. Der Joghurt mit der Ecke, die Paula mit den Flecken. Richtig. Die Paula ist eine Kuh, die macht dich einfach Mo. Und weiter kann ich den Text aber auch nicht. Die macht einen Pudding, der hat Flecken, den kannst Danke. Du löffeln und auch. Lecken. Lecken? Nein. Boah, die Paula lecken. Nee, ich will nicht lecken. Och, Junge! Paula ist. Du Paula doch. Stimmt gar nicht. Mama hat gesagt, die ist gar nicht fett. Die Paula ist nicht fett. Bitte. Au. Paula. Von Dr. Oetker. Cry, cry. Das ist das, was ich gleich machen werde, wenn es hier so weitergeht. I cry. Der Network Attached Storage hat mich gerade umgebracht. Lass das! Ich hab den Nessie unten in der Ecke stehen, deswegen. Pack! Ich hab Cry erledigt, aber Cry hat mich auch erledigt. Nee, in Nora war's. Das ist viel. Torge, nicht. Hör auf zu sterben. Das ist viel zu knapp zum Sterben. Ich kann da nichts für. Da war eine Mine. Ich habe ihn nicht gesehen. Bin Sesi gefälligst. Ich weiß, dass man die nicht sehen kann. Oh! Stark. It was very knapp. It was, actually. Die Paula ist die Kuh. Ich mach ihn einfach. Jetzt ist Nele traurig. Ja, und Blake bestimmt auch, weil sie das total interessiert. Ob ihr Team, ob ihr Team verloren hat oder nicht. Oh nein. Nein, mein Team. Oh nein, Zoomania 2 als auch Eiskönigin 3 sind in Produktion. Kam nicht von Zoomania schon irgendwas raus? Zoomania interessiert mich eher weniger. Ich finde Zoomania richtig geil. Aber einen dritten Frozen-Film brauche ich nicht. Ich brauchte den zweiten schon nicht. Fand den ersten aber gut. Den ersten mochte ich. Ich fand den zweiten okay. Ich finde, so neu aufgelegte Grimm-Märchen wären ich hab, an sich noch besser. Ich habe den zweiten nicht ausgemacht, während ich ihn geschaut habe. Hm. Hast aber auch wahrscheinlich nicht aktiv zugeschaut. Doch, ich habe aktiv zugeschaut. Ich hasse mein Leben. Same.
Warum? Achso, weil wir gegen Zartbitter spielen. Aber gegen andere Leute. Als vorher. Until death do us apart. Es kommt jetzt die ganze Zeit nur dieses Lied. Ja, Splatboy, mach mal was. Ich hab gehört, Rush B, Rush Blindness. Bomb Rush Blush? Dab, 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 da, 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 frag mich, ob die Amiibo-Funktion wiederkommt. Dadurch, dass wir ja Inkogpolis zumindest wiederbekommen. Ich find's übrigens nicht. Also, sie haben die Splatoon 3 Amiibo-Box auf den Inkogpolis-Plaza gestellt und ich wünschte, sie hätten es nicht getan. Ich wünschte, da, ich wünschte, da stände die Splatoon 1 Amiibo-Box. Das hat bitte mit wie viel Prozent? Warte. Hey, wo lest denn ihr das? Bei mir. Bei Torge im Chat. Den siehst du jetzt okay. Halt nicht. Pain. Aber macht Sinn. Ich hab Bad getötet. Nicht Batman, nur Bad. Nur Batman. Ich bin Batman. Warum lachst du? Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich bin Darkwing Duck! Darkwing Duck! Wo oh, ein Risiko! Was? Dein Lachen Lenk klingt immer auf. So schön. Ich weiß. Also für... Für die Leute bei mir, die noch nicht so oft bei Timmy waren, das ist Blake, das ist eine von Timmys Freundinnen. Hallo! Ich fasse das extra so zusammen. Eine von meinen vielen Freundinnen, weil ich so ein Aufreißer bin, ne? Schatzi. Oh die ja, Richtung Mausi, ich hab dich so lieb. Und nachher wieder. Oh, wie heißt Mausi? Timmy ist reich. Was? Bin ich reich? Es reicht. Ach so. Ah. Okay. Au. Ja, die Haftbombe habe ich verdient. Nachbarschaftlicher Homeoffice-Kollege, Alter. Er hat einfach den Titel Nachbarschaftlicher Homeoffice-Kollege. Okay. Der eine aus dem Team, aus dem Gegnerteam, der hat als Titel Nachbarschaftlicher Homeoffice-Kollege. Wann gibt's Homeoffice-Kollege? Weiß ich nicht. Ich hab ja bei weitem nicht alle Titel. Nee, doch. Was? Ich dachte, mein Ding ist das wieder runtergefallen, aber es ist nicht runtergefallen. Nevermind, ich hab nichts gesagt. Bin eh voll. Ja. Darf ich anmerken, dass das Vollmilchschokolade gegen Zartbitter ein bisschen aussieht wie die Splatoon 1 Farben? Ja. So, ich muss mal gucken. Wo ist der Karton von der Zartbitter da drüben? Guten Appetit. Ba-da-ba-da-ba-ba. 50%ige Zartbitterschokolade. Ey, Timmy. Ey, Zockermind. Wie, ich war der Schlechteste aus meinem Team. Was ist denn jetzt los? Yes. Victory. Victory. Torge war zweitbester. Hier nochmal das aktuelle Ergebnis. Pascal, das könnte vielleicht daran liegen, dass ich einen Doppelpack von den Kopfhörern bekommen habe und du einen davon abbekommen hast. Wie? Ich weiß ja nicht. Das sieht wirklich aus wie Sperma. Okay. Und wir schießen dann Dünnschiss, oder? Ja. Okay.
Durchfall gegen Ejakulation. Wer wird gewinnen? Was bevorzugt ihr? Oh, to me. Was? Und Lila. Und Lila. Das sind Tränen. Ja, lila Tränen. Ja, lila Tränen. So Tränen mit von einer, die so Mascara drauf hatte. Oh Gott, ja. Aber lila eine Mascara. Ja. Ja, Pascal, sowas darf ich mir zwischendurch mal anhören hier. Was? Als wären wir so oft hier, Torte. als wären wir wirklich so schlimm. Ich habe auch manchmal gesagt. Nein, wir sind absolut so schlimm, aber wir sind ja nicht so oft hier. Nein, wir sind eine Bereicherung. Sag ich dir. Außerdem war Sabrina genauso schlimm, jetzt tu mal nicht so. Ja, darauf wollte ich gerade raus. Ja, ich habe gehört, wie du Sabrina sagen wolltest, deswegen. Sehr gut. Wer ist das? Ich glaube, du würdest dich gut mit Sabrina verstehen. Wer ist das? Das ist eine ehemalige Klassenkameradin von mir. Aha. Okay. Die ist dann durch einen lustigen Zufall wieder getroffen habe, sozusagen. Okay. Okay, anders gesagt, kennst du Ricky Mania? Nee. Warum habe ich das erwartet? Also. Okay, das ist ein Typ. Kennst du Sonic Adventure 2? Das ist ein Typ, der hat mal in einem Wohnwagen gewohnt. Mhm. Und Sabrina und er sind gute Freunde. Ich habe eines Tages Mario Kart gespielt. Man hat halt den Ricky dann mal geredet. Der hat dann Just Dance gespielt. Mit Sabrina. Okay. Ich saß dann hier mit Zero noch im Voice Chat, ein anderer Dude hier auf dem Server. Aua. Und hab mich dann gefragt, kennen wir die irgendwoher? Also, Antwort am Ende war, ja, kennen wir. Beziehungsweise, ich hab, warte mal, die sich nochmal drin, ich glaub, auf dem Foto war, hab ich das Nachbardorf gesehen. Den Namen. Und der Name wurde halt auch erwähnt. Deswegen. Und dann habe ich halt auch immer mal ein bisschen geschrieben, so, Sabrina, sag mal, kennen wir uns vielleicht? Ah, well. Ja, das ist doch... Dann ja, ich kenne eigentlich nur einen Torge damals, mit dem ich damals in der Klasse war. It's me! Ja, der bin ich, hi. I'm the Torge! I am the Torge. This Torge guy, it was me! Right. So, du darfst nochmal Vollmilch essen, Torge. Bin dabei. Isst du gerade die ganze Zeit Schokolade? Ja. Sein Gimmick heute ist es, dass jedes Mal, wenn eins der Teams gewinnt, isst er von der jeweiligen Sorte ein Stück Schokolade. Boah, ich würde kotzen. Bei Zartbitter bin ich fast so weit. Das glaube ich dir. Es ist nicht geil. Man hat irgendwas geschrieben. Ich habe mir Stanley Parable 2 geholt und dann wollte ich mir Portal 2 runterladen, aber dann haben mir 43 Cent gefehlt und jetzt kann ich kein Portal zocken. jemand hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Portal, was bedeutet das? Also nicht, dass Stanley Parable 2 ein schlechtes Spiel wäre, im Gegenteil. Aber Portal 2 ist falsch. Was? Das ist The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ich habe gar nicht Stanley Parable 2 gesagt, oder? Doch. Entschuldigung. Dann war das mein Fehler. Weil ich gerade auf Portal 2 wieder hinaus wollte. Aber Portal 2 ist halt so viel besser als Stanley Parable. Ach so, okay. Das Stanley Parable 2 ist aber ein Gag im Spiel. Ja, yeah, I know. Das ist lustig. Ich mag das Stanley Parable. Übrigens,
Wir können diese Zeugnis-Noten-Diskussion weiterführen. Ich habe nämlich gestern mein Zeugnis bekommen. Willst du das live im Internet machen? Wir haben zwei verschiedene Kanälen. Warum nicht? Interessiert es denn irgendwie irgendjemanden, wenn ich meine Noten vorlese? Wenn nicht, wenn nicht Blake, wen dann? Was? Das war jetzt die Frage fürs Einverständnis, ob du ein Problem damit hast oder nicht. Sie hat's doch vorgeschlagen. Sie ist sich vollkommen bewusst, dass wir live sind. Ja. Also ja. Nach dem letzten Mal dachte ich mir so, frag ich mal. Das war ja nicht ich. Ja, aber trotzdem. Wie nach dem letzten Mal? Maxi. Ach so. Ich weiß, hätte ich deswegen fragen lieber nochmal. Ja, Blake weiß das. Maxi wusste das nicht. Mit Blake war das ja abgesprochen. Oh Gott, nein. Nein, nein. Oh, ich hasse diese Dinger. Ich hasse die Dinger. Was für Dinger? Dieser Saugerdinger. Gott, heißt die einem die Tinte aussaugen. Ja, nicht, dass die Dinger heißt. Staubsauger. Nee, der hat. Ich will nicht. Na ja, gut, ich bin so tot. Dementoren. Nee. Namen, ich weiß ihn gerade nur nicht. Prostituierte. Marina-Fan. Dann. Wie heißt der denn? Das ist eine cool Kuh. Der Tintegrator oder irgendwie so. Genau, Tintegrator, das war's. Klingt übel scheiße. Der Marina-Fan hat mich erledigt. Ah! So, ich hab Marina-Fan erledigt! Sehr gut. Und noch irgendwen. Perl-Fan. Keine Tinte. Leute, wo seid denn ihr? Versuch weniger zu sterben. Au. Wo sind wir? Wir sterben. Oh ne, Tinte gerade. Ich bin hier sowas korrekt. Joa. Warum? Das war's. Das war's. Das war's. Oh Gott. Haben wir gewonnen? Ja. Aua. Oh. Ist gar nicht so knapp. Ba 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 da ba ba da ba bau. Oh, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich könnte ja mal. Stufe 83. Oh no, cringe. Na Leute, was ist 83 passiert? Keine Ahnung, ist fast 2000 Jahre her. Woher soll ich das wissen? Warum heißt der Sniper toxic und warum macht mich das wütend? Eine Verbindung zu einem oder mehreren Mitspielern wurde unterbrochen. Ja gut. Nintendo Switch Online. Erweitere dein Spielerlebnis. Ach Timmy. Ja? Ich räume heute meinen Snap auf, das heißt wir suchen Dick. Yes. Ja. Für die Library. Für die Library. Timmy ist spritzig. Richtig. Ja, will ich nicht. Ich will ins andere Menü. Das Menü. Ich will. Ich habe einen neuen Splatfest-Titel. Super Vollmilch-Fan. Das finde ich spritzig, Torge. Spritzig. Ja, steht da. Schau. Oi. Da. Ja, ja. Und ich, und mir gefällt das eigentlich, dass es spritzig heißt. Machi Machi Resort ist kacke.
Mahi Mahi Resort ist kacke. Schade, schade eigentlich, weil das eine meiner Lieblingsmaps war in Splatoon 1. Alles im Alben Marina Fan. Aber die haben sie total kaputt gemacht in dem Spiel. So, dann finde ich auch eine Runde gegambelt. So, sehen wir mal. Oh, ich hab Tipps bekommen. Oh, bist du an dem Automaten? Jo. Dann werde ich da auch meine 12 Muscheln los oder wie viel ich hab. Ja. Wir sind zwei. Reicher Tintenminenleger. Ich hab noch nie in meinem Leben eine Tintenmine gelegt. Nee, das stimmt nicht. Ein XP-Coupon. Schiffswrackinsel Seaside Superfan. Letztjähriger Squid Squad Fan. Squid Squad Fan! Yes! Den rüste ich aus. Bin Squid Squad Fan. Der Squid Squad ist super. Squid Squad. Du, 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 du. Teilnahme war zum Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Infos finden Sie unter www.lotto.de, glaube ich. Hammer High Parapluviator. So. Dann mache ich nochmal eine Lobby. Uff. Oh, Graffiti. Background. Alter, noch mehr Dingens-Coupons. Oh, ein rotes. Ein Team-XP-Coupon. Probier das bei mir auf. Nee, ich glaub nicht, ne? Was? Auf dem Server? Nee. VR-Berater. Was für VR? Boah. Virtuelle Realität, Tim. Ja, ich weiß, wofür VR steht, aber. Nö, jetzt nicht mehr. Ha. Okay. Anscheinend haben sie einfach alles reingeworfen, was sie finden konnten. Filmliebhaber, flapperhaft, gediegene, gemütliche, gepfefferte, aufkräftige. Mamma mia! Kindisch. Kindisch beschreibt mich ziemlich gut. Wir warten, by the way, gerade einfach nur auf Kimi. Bottom Feeders Fan. Würde auch passen. ich weiß, dass ihr auf mich wartet, aber ich finde Squid Squad Fan nicht wieder da. Kindischer Squid Squad Fan. VR bedeutet virtuell. Ich weiß. Zocker meint, ich weiß. Nein, weißt du nicht. Okay. Wer seid ihr? Wo bin ich? Was macht ihr hier? Was macht ihr in meinem Haus? Was ist ein Haus? Ey. Muss den Käfer zertrampeln. Nein, komm zurück. Nein, du bist weg. Wo ist er hin? Er ist selber im Spiel, man kann nicht ins Beam starten. Ah! mal 10 Kampf. Kindischer Squid Squad Fan. Horde mit Waffenmix. Och nö, der hat ne Dingens. So gefällt mir nicht. Dingens. Der hat die Airbrush mit der Coolkugel. Ich möchte nicht. Kann er bitte nicht? Blend mal kurz den Chat wieder aus. Dann blendest du den Chat aus. Ein Joint. Ein Joint? Ja, da war ein Joint. Das müssen wir der Polizei melden. Ich kenne ihn nicht mal. Ist nicht im Internet online.
Was? Was? Die Polizei ist nicht schon in der Polizei. Ist das von Jan Böhmermann? Ja. Das ist aber sehr gut und sehr schnell. Ich hasse die Musik. Schicke Kopfhörer. Jetzt mich oder was? Nee. Nur jetzt im Game hier. Ja. Der Typ, der mich gekillt hat, hatte hübsche Kopfhörer. Also von dem Effekt her meine ich. Die Kopfhörer an sich waren so meh. What? Er benutzt den Kalligraf. Ja, der ist auch eine Arschlochwaffe. Der Kalligraf ist richtig stark in dem Spiel, oder? Ja, das meine ich ja mit einer Arschlochwaffe. Nein! Och. King Hammer, hi. Hi, Hammer. Hi, Hammer, hi, hi, Hammer. Hi. Das ist Hammer. Der Hammer! Nicht zu verwechseln mit dem Ultra-Stempel. Das ist wieder was anderes. Den auch wieder Hammer nennen, ja. Torge, ich glaube, du musst schon wieder Zartbitter essen. Läuft gerade nicht so gut für uns. Auto quält Torge, Zartbitter. Stirb, Bruder. Ich hab Carnage gekillt. Och, Mann, ey. Das Spider-Man-Universum wird tatsächlich immer langweiliger. Carnage war noch gar nicht im Spider-Man-Universum. Das Lustige. Boys don't cry. Im aktuellen zumindest nicht. Venom auch nicht. Doch! Genau genommen Venom schon. Aber nur in einer After-Credits-Cutscene. Oh, warte mal. Hä? Das ist Marco. Nee, schade, okay. Mama, das Spiel mobbt mich. Gute Arbeit, Team Dunkel. Ey, Verräter! Och Mann, wir haben schon wieder einmal 10-Kampf verloren. Was ist denn das hier? Janik! Ich mach dich fertig, Janik! Wie Janik ist Team Dunkel? Janik ist Team Dunkel. Ist dunkle Schokolade nicht nochmal was anderes als Zartbitter? Oder verwechsel ich da gerade was? Nee, Zartbitter und dunkle Schokolade sind das gleiche, glaube ich. Sind ähnlich. Hoch, links, rechts, runter. Socker meint alles gut. Muss ich mir Sorgen machen, oder? Krieg ich gleich einen Jumpscare von meiner Musik, oder was wird das? Inkling-Team mit Klecksern. Ich habe das Gefühl, es gibt zwei gute Kleckser in dem Spiel. Der Junior Kleckser Plus und der Tentatec Kleckser. Wobei ich den Junior Kleckser eigentlich lieber mag als den Junior Kleckser Plus. Zartbitter Schokolade ist dunkel, aber nicht die dunkle Schokolade ist zartbitter. Ah, es ist eine Quadrat-Rechteck-Situation. Upsi. Jedes Quadrat ist ein Rechteck, aber nicht jedes Rechteck ist ein Quadrat. Richtig. Upsi. Ja, ich kann leider nicht auf alles achten, Mann. Was ist denn das hier? Warum treffe ich schon wieder nichts? Och!
Er hatte den High Ground, ich konnte nichts tun. Wie hab ich... Wie zur Hölle hab ich den gerade... egal. Freu dich doch. Was? Sag mal. Gut. Pascal, dann komme ich halt das nächste Mal gleich. Dann komme ich gleich rüber, wenn Obazar Bitter gewinnt und gib dir das Stück. Nein, die Regel ist, du musst es essen. Ey. Die Regel habe ich nie aufgestellt. Die Regel hast du aufgestellt. Ach nö, nicht der Tentegrador. Mach den weg. Oh, da ist jemand. Der ist tot. Der ist tot, Jim. Wieso ist der blöd? Der ist tot, Jim. Nicht blöd, tot. Au, aber das hat nicht. Aber das ist nicht das, was Blake gesagt hat. Splatfest without Timmy is boring. No one chatting with me and I'm alone. I'm sorry, dass keiner meinen Stream schaut. Das ist nicht meine Schuld. Naja, vielleicht doch. Okay. Gewonnen. Das war vielleicht nicht unbedingt. Ei, was ist denn da? In die Kugel. Ah, Kreuzfeuer! Der Tentegrator, ne? Oh mein Gott! Timmy! Haben wir? Ja! Gleich mehrere sogar. Hä, woher plötzlich also so er schnell? Hat, er hat zwei. Er hat zwei geschickt. Ah. Oi. Werde populärer. I'm trying, no, I'm actually not. I'm actually not trying. Oh, Torge! Du kannst voll mich essen. Was? Ich bring dir ein Stück. Ich komm gleich wieder. Alles in allem Marina Fanboy. Ich dachte, du bist Limone Fan. Wir haben gewonnen. I didn't expect that. So. Jetzt muss ich meine Schuhe wechseln. Cringe. Wieso? Wir haben gewonnen. Digga. Weg. Hä? Oh mein Gott. Ich hab das zum ersten Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Nee, da musst du vorbeikommen, dann kriegst du was. So ein Kettenbrief bekommen. Was sind Kettenbriefe? Ja, diese. Ja. Ich hasse die Teile. Ja, ich auch. Aber es ist so typisch. Wieso typisch? Ich hab die seit 2016 nicht gesehen. Ja, aber ich hab, also, es ist halt so eine typische Nachricht gewesen. Aber das Ding ist, das hat mich so traumatisiert damals. Ich hatte richtig Angst vor solchen Teilen. Ja. Ich wollte auf gar keinen Fall irgendwelche bekommen. Ich auch nicht. Bei mir war dann immer so, ja, wenn du das nicht an, keine Ahnung, wie viele Leute schickst, dann steht nachts irgend so ein Viech in deinem Kleiderschrank. Okay. Nele, bei der Arbeit sind auch wieder ein Haufen Leute krank. Die sind arbeiten gekommen, aber hört sich nicht geil an. Darunter auch Maike. Ich kann kaum reden. Bei uns sind auch alle krank, aber im Kindergarten ist das problematischer, deswegen kommen sie nicht arbeiten. Und deswegen haben wir momentan sehr viel Stress auf Arbeit. Es hat übrigens die nächste Kollegin die Kündigung eingereicht. Richtig spaßig. Sehr gut. Allein in der Zeit, in der ich jetzt da bin, sind drei Leute gegangen. Ja, jetzt weiß ich auch endlich, warum die mir folgen. Ah. Wenn wir meine Hospitation als ersten Besuch sehen, sind sogar vier Leute in der Zeit gegangen.
meint mit. War bei Kaki war ich jetzt gerade mit dem. Mit Piraten Saarland. Ist dir der auch gefolgt, der Account? Ja, ich habe mich gefragt, warum? Ja, ich habe mich auch gefragt, weil der folgt mir auf Twitter. Ich meine, die Piraten, okay, kann ich verstehen. Warum Saarland? Aber warum gerade die Saarland? Blues ist schuld. Blues ist schuld? Wir sind einfach allen gefolgt, die Blues auch folgt. Warum? Keine Ahnung. Was hat Blues mit den Piraten Saarland zu tun? Keine Ahnung, ist er vielleicht da drin? Keine Ahnung. Ich hätte nichts dagegen. Du bist Pirat? Also ich hab nichts gegen die Partei. Ich auch nicht. Ah. Au. Janik, fuck, das ist lustig. Ich bin nicht mal im Saarland. Das weißt du ja auch. Ja. Ich meine, ich bin nicht so weit weg vom Saarland, aber... Ich glaube, ich bin weiter weg vom Saarland. Du bist weiter weg, definitiv. Mann, ich hasse dieses Spiel. Lasst mich alle in Frieden. Ich würde nur Punkte mal gut. Mann, dieses Damn, ich hasse Splatlings so sehr. Was ist denn mit Splatlings los, ey? Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht ja gar nicht gut aus. Ich glaube, der muss jetzt einmal sein, auch wenn er nicht kommen kann. Nee, Carsten hat gerade keine Zeit, das ist richtig. Nee, der ist nicht hier auf dem Server, das meine ich damit. Das auch. Au. Carsten kommt am Montag. Richtig. Ja, das muss ein Spiel. Montag ist genau da, wo das Splatfest vorbei ist. Um 1 Uhr. Scheiße. Montag um 1 Uhr endet das Splatfest. Um 1 Uhr morgens. Ich hab noch Hoffnung. Oder nachts. Nicht viel, aber ich hab noch Hoffnung. Auf Carsten? Nevermind. Nee, bei Carsten ist es Hopfen und Malz verloren. Da hab ich aufgegeben. Oh. Ich meinte, ich hatte noch Hoffnung, dass... Ja, Blake, der kommt von der Kaserne zurück und spielt als erstes ein VR-Waffenspiel. Was ist denn mit ihm? Ja, klar, hä? Du meinst das hier? Weiß ich nicht. Warte. Kamera kurz bewegen. Achso, der meint den Punktestand. Das hier? Ja, das ist der aktuelle Punktestand. Wie oft wir gewonnen, schrecklich verloren haben. Spoiler. Wir haben öfter verloren. Ja. Und gegen welches Team? Halt einfach, damit man mitsehen kann, wie viel ich davon schon futtern musste. Wie viel steht's denn? 6-7-2. Wir sind immer der mittlere Wert. Ja, ja. 2 ist weißer, ne? Ja. Die Weißen haben erst 2-mal gewonnen. Ja, man darf auch nicht vergessen, es ist ein Sample Size und wir sind schlecht. Ich glaube, ich hab verkackt. Collector's Edition von Tears of the Kingdom bei Otto vorbestellbar. 119 Euro. Ei. Aber ich werde mir die Collector's Edition tatsächlich nicht kaufen. Weil nichts in der Collector's Edition interessiert mich großartig. Weißt du was? Timmy, ich hab's verkackt. Ich hätte mir die Collector's Edition gekauft, wenn die Amiibo dabei gewesen wäre. Was hast du verkackt? Bin ich bei dir mit dem Raum drin, deswegen gehe ich in ein eigenes Bett. Smart. Digga, irgend so ein Thomas hat mir seine Nummer geschickt. Geil. Schreib ihn an, ob du... Nein, hab ich schon gelöscht. Oh. Weil ich gehe einfach mal rum und das mal Kinder machen. Zieh.
Oh Gott! Oh. Der kam einfach von oben auf mich runtergesprungen. Also wenn ihr gerade Gameplay sehen wollt, Kenny. Ich würde sogar behaupten, mein Gameplay ist gerade gar nicht so schlecht. Badadim, babada. Ah! Leo erwischt. Upsi. Upsi! Nein! Upsi. Bisschen Tinte auffüllen. Dann will ich mal sagen. Fuck. Timmy schießt mit Code, das stimmt überhaupt nicht. Kannst du bei Zeit meinen Spind anschauen? Hast du dein Spind? Ich schau mir deinen Spind fucking jeden Tag an, weißt du? Jeden Tag laufe ich zu den Spinden und cycle da so durch und sehe, ah, toll, gespinnt, sieht immer noch genauso aus. Ja, weil ich diese Season halt auch wirklich so fast null gespielt habe. Ich wollte eigentlich Yannick's Spind zeigen. Ich habe in meinem Spind auch nichts von dieser Season drin. Aber ich hatte das Spiel diese Season nicht mal wirklich an. Guck mal, das Timmy. Timmy ist voll. Das war Luigi. Ey, ich trinke keinen Alkohol. Das ist Ruby. Oh. Und Mina. Ab und zu Mina. Ich glaube, die sollte sich nochmal dran erinnern, dass das nicht kennt, was das ist. Stapelchip von Cortex. Warte. Warum treffe ich nix? Das kann ich dir nicht beantworten. Warum bin ich so schlecht in Videospielen, Torge? Erkläre es mir doch. Du bist bestimmt noch besser als ich. Ja, aber bei dir ist Videospiele spielen nicht dein einziger Lebensinhalt. Blake, Timmy besuchen Splatoon spielen. Das wollen wir mal sehen. Ha? Wie Blake Splatoon spielt? Ja. Gar nicht. Es wurde angekündigt, dass am 14. April 2023 die erste Folge der neuen Pokémon-Anime-Serie in Japan ausgestrahlt wird. Ich weiß noch nicht, ob ich das sehen möchte. Bin mir unsicher. Ich weiß nicht, ich fahr mal durch die Gegend. Ach, der hat den Integrator. Achso, scheiße, hätte ich auf Band drücken müssen. Ja. Oder kannst du mir nachjoinen? Noch? Probably not. Warum hast du nicht gleich versucht, mir nachzujoinen, während du da durch die bei den Spinden rumläufst? Warte, ich kann ab. Nee, jetzt nicht mehr. Eben konnte ich noch auf Abbrechen drücken. Weil ich gerade am Waffen ausprobieren bin. Tiere markieren ihr Gebiet mit Kot? Nee, das machen sie mit Urin. Na, wer kennt den hier schon? Ba-na-na-na-na-na. Auch eine sehr gute Waffe. Delena Thieme. Was? Clementine? Nein. Was ist los? Ja, du musst wissen, ich habe Max Schwester auf Snapchat aus irgendeinem Grund. Ach so. Ich wusste nicht, dass Max eine Schwester hat. Der hat drei. Er hat drei Schwestern? Ja. Alter. Hallo, mega Reichweite. Und der Hahn im Hühnerstall. Warum sagt das jeder? Der T-Tuber, ich weiß nicht. Weil es richtig ist. Das ist voll weird. Ja, das ist weird, deswegen habe ich es gesagt. Bitte hör auf damit. Okay. It's making me uncomfortable. So, nehmen wir den Big Swig. Genauso wie Milchtüten.
Nee, das ist nicht lustig. Doch, das ist mega lustig. Das ist gar nicht lustig. Also, es ist halt richtig disgusting, aber das ist so disgusting, es macht das so lustig. Nee. Hallo Mega Rayquaza, wie geht's dir? Mega Rayquaza, erstmal. Alter, Torge ohne H geschrieben. Ich hätte mein H gern wieder, danke schön. Ich hätte mein H gern wieder. Ein graues Haar. Oh je. Danke, klar. So alt bist du nun auch noch nicht, Torge. Oder auch nicht. Nein. Ganz ehrlich, wenn mir die Haare ausfallen, dann sind die Mütze auf. Mir auch egal. Ah, ich bin leider eigentlich kein Mützenträger. Ich mag den Style von Mützen total, aber ich trag sie nie. Torge ohne Haar. Rang mit CK. Ich hab ne Mütze von dem komischen Kanadier. Ja, Dominik will auch schon wieder. Scheiße. Der komische Kanadier? Der komische Kanadier, der Technik-Tipps gibt. Scott the Wars? Wer mir neu wird, dass Scott irgendwie Kanadier ist. Wo ist Ohio? Nee, in Kanada. Das ist nur oben an der Grenze, ne? Nice, ich hab einen Schlüssel geschrieben. Ja, ist an der Grenze, würde ich sagen. Ich glaube schon. Ja, ich auch. So, wenn Dominik Schokolade möchte, dann soll er mir erstmal sagen, was für eine. Ich hab hier Vollmilchzeit wieder und weiße und dann soll er selber kommen. Weiße, bin gleich da. Gut. Ich teile hier gerade einfach nur Schokolade. Oh mein Gott. Ja, von der Weißen hast du ja noch einige übrig. Die haben ja erst zweimal gewonnen. Ha! Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich finde es übrigens interessant, dass mein, ich habe ja dieses... Ja. Okay. Soll ich jetzt mal auf Beenden drücken, Torge, oder joinst du mir nach? Ja, du musst auf Beenden drücken. Ich bin in einem Match. Warum bist du in einem Match? Ich hab Bock mehr hat aufs Warten. Du hättest mir doch nachjoinen können. Ja. So, dann schaue ich mir mal deinen Spind an. Aui. Inky Mary. Tessa. Emma. Die existiert auch noch. Wer existiert? Inky Mary. Ja, Inky Mary existiert noch. Ich hab schon ein paar Mal mit ihr gespielt, auch bei Splatfest im Splatoon 3. Dein Spin steht bei mir nicht. Der magentafarbene ist echt schick. Eigenlob stinkt. Ich finde den echt cool. Der sieht schön aus. Also so vom Style. Boah, der rote ist auch stark. Meiner ist so trash. Ich wünschte, meiner würde cooler aussehen. Ach, ich kann dir nicht nachjoinen, ey. Da-dam-ba-dam-ba-ba. Team Weiße Schoko. Was?
Pinky Mary ist in Team Weiße Schoko. Dann werden wir diese Person wahrscheinlich nicht in dem Sinne sehen. Nee, auf Mary werden wohl will nicht treffen. Jedenfalls nicht in unserem eigenen Team. Revier-Kartenpack. Alles alte Karten, die ich noch, die schon alle habe. So, auf. Was? Beenden. Auf. Der Rund ist auf, da. Achso. Wie geht das nochmal? L. Ganz kurz vergessen. Kann ich vorher kurz aufs Klo gehen? Ja. Okay, dann gehe ich kurz aufs Klo. Bis gleich. Können uns zum nächsten Big Run zusammentun. Wo auch immer der stattfindet. Das ist eine gute Idee, Janek. Der Bug Run, da bin ich dabei. Der ist super. Gut. Ich hab mich darum nicht kümmern. Bin wieder da. Bin bereit. Ich 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 finde das Remake SpongeBob gegen Patrick könnte ruhig nochmal kommen. Dann nehmen wir noch Thaddeus dazu. SpongeBob gegen Patrick. Ja, da gewinnt ja easy Thaddeus. Ja. Sehr gut. Oh, ich sollte vielleicht auch das Spiel spielen. Ja. Was jetzt Zocker meint? Ja, es geht wieder los. Nee, ich wollte einfach nur schreien. Ach so. Ich will nur schreien. Ich dachte, du wurdest... offen oder dachte... in Profi? Wir spielen in offen. Weil Profi, das wird nix. Glaub mir. Nicht mit meinem Skill. Imagine, wir wären Profis. Och. Da ist ein Tintegrator. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, aber... Ja, nee, das machen wir nicht. Ich weiß gar nicht, was wirklich was der Unterschied ist. Naja, in Profis spielen halt die coolen Leute. Und deswegen spielen wir in offen. Ja, wir sind nicht cool. Wann kommt Crowd Control?
Wie, wann kommt Crowd Control? Meinst du, wann ich Ocarina of Time Randomizer weitermache oder was? Crowd Control Randomizer, jetzt wirf den Scheiß endlich ab! Okay, dann mache ich halt nicht weiter. Du meintest doch, ich soll den weitermachen. Hier. Yeah. Meinst du jetzt mich? Ja. Bei mir war das jetzt gerade eher so, dass ich hier der Wellenbrecher. Wirf den verdammten Wellenbrecher! Wie LPM fällt heute auch aus. Der ist anscheinend noch krank. Ocarina of Time, nein! Da kann ich mir glaube ich vorstellen, was nächste Woche abgeht. Ich möchte Ocarina of Time sehen! Derselbe Song nochmal, wir spielen denselben Song nochmal. Ich will Ocarina of Time sehen! Okay, wir spielen denselben Song nochmal und los. Meinst du damit, er ist nächste Woche auch krank oder was? Nö, ich hab einfach den Plan von letzter Woche und schieben ihn in die nächste. Achso. Ja, weiß ich nicht, ob er nächste Woche auch Bock hat auf Maui Maler hat. Ocarina of Time hat er gesagt, ist der Samstagslot, also das wird samstags bleiben. Er hat irgendwas auf Twitter geschrieben, ich hab den Post gesehen. Ja, er hat gesagt, Maui Mallard wäre krank halt auch scheiße. Deswegen hat er auch nicht gespielt. Am Mittwoch. Morgen 15 Uhr. Morgen ist noch Splatfest. Also wenn ich morgen streamen sollte, dann Splatfest. Wir schauen einmal auf die Plattform mit dem blauen Vogel als Symbol. Hallo. Hallo. Hallo Blake. Was geht? Wo warst du? Wir haben gewonnen. Ich war genau hier. Ich habe gesungen. Ah. Aber hat sich gut angeboten, dann so musste ich ihr jetzt, dass sie sich komplett gemutet hat, so musste ich ihr nicht was erklären, was ein Big Run ist. So. Hallo. Besser, aber noch nicht noch nicht fit für mehrstündige Streams. Wir verschieben die komplette Streamwoche von um eine Woche, also nächsten Mittwoch Maui Maler Retro Achievements und nächste Woche Samstag OOT. Heute kein Stream. Ich versuche stattdessen meine Meinung, mein Sendvideo zur Direct aufzunehmen. Aber Ocarina of Time. Um was geht's denn? Der Stream, den ich heute Abend schauen wollte, fällt aus. Oh no. Oh no. Cringe. Anyway. Oh no. Anyway. Breath of the Wild und der DLC sind im eShop übrigens reduziert. I don't care, ich hab kein Geld. Und du besitzt es schon, oder? Breath of the Wild und den Breath of the Wild DLC. Na, ich kann nicht verstehen. Hallo. Oh, hallo. Wenn du uns hörst. Nana wird uns wohl hören, oder? Ich kann mir das nicht angucken, sonst werde ich traurig. Weil wir... Ach so, weil Thor wieder so schlechtes Gameplay hatte. Ja, natürlich. Ich hasse euch. Beide. Mann. Torge, ich finde das ja gar nicht. Das ist nur ihre Meinung. Ich hab quasi nur gemeint, ich verstehe, was ihre Aussage war. Yep. Braucht ihr jetzt keine Erklärung dazu, weil ich habe kapiert. Boah, ich hab Phoenix erledigt. Aber der wird wie ein Phoenix aus der Asche steigen. Ja, hoffentlich nicht, sonst musst du Zartbitter essen. Aua. Dann... Das war nicht gut. Durch Profi kannst du in der Top 100 Liste auftauchen, wenn du gut genug bist? Ja. Ja, ja, der war gut. Genau, Janik, der war gut. Imagine, du bist in den Splatoon Top 100 drin.
Oh, oh. Au. Dieses N sieht geil aus. Welches N? Das N? Keine Ahnung. Zockermind hat geschrieben, dieses N sieht geil aus. Ich weiß nicht, welches N. Ich bin auch verwirrt. Meinst du jetzt von der Splatoon-Schriftart oder was? Oh, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Entschuldigung. Alles gut. Ich hab zu viel Schokolade gegessen. Subzeichen bei mir. Ach, mein Sub-Symbol. Das Netgear-Emblem. Ah. Ja, das hab nicht ich gemacht. Das ist von dem Spiel. Das ist aus dem Spiel. Einfach. Nee, Kiki, so machen wir es nicht. Tim, ihr habt mein Splatoon verloren, deswegen gucke ich nicht zu, aber euch viel Spaß. Wieso guckst du nicht zu? Mir. Timmy hat mein Splatoon verloren, deswegen gucke ich nicht zu. Aber viel Spaß euch. Ich verstehe, wenn da gestanden hätte, hab mein Splatoon verloren, deswegen spiele ich nicht mit. Aber wieso, wie hängt, ich hab mein Splatoon verloren und ich schaue nicht zu. Miteinander zusammen. Ich habe keine Ahnung. Meine Schuhe sind fertig. Dabei würde ich eigentlich sagen, dass ich mich gar nicht mal so doof anstelle. Nö. Du hattest heute schon einmal über 1000 Punkte. Vielleicht sogar noch öfter und ich habe nur nicht aufgepasst. Keine Ahnung. Mhm. Ist wahrscheinlich. Naja, vielleicht wird sie ja traurig. Und entweder wegen dem Gameplay oder dass sie es nicht mit, dass sie nicht mitspielen kann. Du meinst, dass sie so traurig, dass sie nicht mitspielen kann, dass sie nicht mal zuschauen kann? Weil sie dann so seelisch fertig macht, dass sie nicht mitmachen kann. Jo. Wäre auf jeden Fall eine Vermutung. Könnte sein, ja. Ich bin so richtig. Richtig. Volle Kanne weiße Schoko-Fan. Player. Da ist schon wieder jemand, der sich Player genannt hat. Ja. Ich meine, das hätte man sich schon bei Tentatec-Lexer denken können. Das konnte man sich auch schon bei Schoko Superfan, was auch immer ich vorgelesen habe, denken können, weil er hat dann mindestens mehr als ein Match geschrieben. gespielt. Vitamin. 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 Vitamin I. I. EA Sports. I. Böhm Gengar. Ich glaube, ich habe Böhmermanns Gengar besiegt. Da stand Böhm Sternchen. Böhm in Caps und dann Sternchen Gengar. Nein, oh Gott. What the fuck is happening? Das war schon wieder das Vitamin. Vitamin B12. So. Was macht denn das Vitamin B12, Torge? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jedes Mal, wenn ich Vitamin sehe, jetzt irgendwas Neues. Irgendein neues Vitamin.
Vitamin A. Vitamin A9. Ach, Böhm, Gengar, jetzt weiß ich, was so läuft. Bauer auf B6. Die sind nur zu dritt. Ja. Das hab ich sogar vorher schon gemerkt. Ich hab noch nicht angefangen. Oh. Ja, aber dass sie dann die ganze linke Seite eingefärbt haben, ist auch schon ein bisschen. Da haben wir nicht so ganz aufgepasst, Bruder. Wieso, welche linke Seite haben sie denn eingefärbt? Als ich gerade respawned bin, war die linke Seite weiß. Beziehungsweise beige. Der Schild kommt zu spät, mein Freund. Hallo. Hallo. Ohoi! Das ist zart, bitte, den will ich nicht. Inala, Held der Welt. Bow, bow, bow. Dup, dup, boom. Oh, die Schuhe passen so gut zu der Farbe, die wir sind. Das gefällt mir. Meine Stiefelchen. Die Kuschelstiefel. Vielleicht ein besseres Headgear. Not really, yeah. Nein, Torge ist verschwunden. Wo ist Torge hin? Keine Ahnung, er ist einfach unsichtbar geworden. Oh nein. Na, Blake, alles Goodie? Ja. Ja? Wieso musstest du weg? Ich musste nicht weg. Ich hatte. Es kam nur zweimal Girl in Red und ich wollte mitsingen. Ach so. Und ich wollte euch nicht. Ja, gut. Disturben. Das macht Sinn. La la. Genau. La 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 la. La. Dabei kann Blake so gut singen. Oh. Doch. Kann ich nicht bewerten. Doch, du kannst gut singen, Blake. Also, wir sind jetzt vielleicht nicht Profi-Level, aber ich find's schon gut. Es ist okay. Es reicht für einen Schulchor. Na, für einen Schulchor reicht, dass du überhaupt mitmachst. Ja, aber es hat für 7, 8 Jahre. Nee. Doch. 8 Jahre Schulchor gereicht. Also passt das. 8 Jahre Schulchor? Ja, 8 oder 9. 9? Nee. Warst du in der Grundschule schon im Schulchor? Ja, ich war ab der 2. Klasse. Kaki, ich hätte gern mein R zurück. Toge. Porn. Ich dachte, was du sagen musst.
Borgi. Das finde ich schon bitter. Mir wurde gesagt, dass ich guter Sänger wäre, aber das lag nicht an meiner Singstimme, sondern daran, dass ich die Texte relativ schnell drauf habe. Okay, hier R. Auch gut. Muss er erstmal hinbekommen. Dann kannst du doch einfach rappen. Oh, rappen. Mit den ganzen Deppen, da brauchst du nicht so viel hinsehen. Ich hab keine Ahnung. Rappen mit den Deppen. Dann muss ich sie alle vom Platz schleppen. Oh, jetzt geht's los. Rappen, das ist doch nur für Deppen. Ich habe keine Ecken, um etwas zu verstecken. Ich lass es einfach. Das glaube ich besser. Ich denke, das ist in Ordnung, Torge. Der Timmy rappt. Oh yeah. Agent Oggi. Timmy, kennst du noch Oggi und die Kakerlaken? Ja, ich kenne Oggi und die Kakerlaken. Ich möchte Oggi und die Kakerlaken aber nicht kennen. Also wäre ich euch dankbar, wenn ihr mich aufhören würdet, daran zu erinnern, dass die existiert. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Kann nichts dafür, dass es Agent Oggi mitspielt. Von Oggi und die Kakerlaken. Also irgendwie, ich glaube, die Serie ist einigermaßen beliebt. Warum? Ich weiß nicht, weil ich kann sie überhaupt nicht leiden. Ich auch nicht, ich hab's gehasst. Es gab auch eine Version von der Serie, wo sie halt nicht geredet haben, wo sie stumm waren. Und scheinbar gab es aber auch eine Version, wo sie geredet haben. Ich kenne nur die, wo sie nicht geredet haben. Ich auch. Ich auch. Oh, wir haben gewonnen! Sehr klar. Ich glaube, ich habe Langsamkeit. Ba, ba, ba. Oh Gott. Ich muss ja gar nicht realisieren, was da kommt. Da. Switch ich doch wieder zu dem. Schnelleres Schwimmen. Verbessert die Spezialstärke. Schneller laufen, ich brauche aber nicht schneller laufen eigentlich. Ich bleib bei der Brille. Achso, stimmt, was ich vorhin sagen wollte. Ich finde es interessant, dass bei meinem. Ich nutze ja dieses Discord-Overlay in meinem Stream. Mhm. Und ich finde es interessant, dass es halt, weil ich habe ja auf deinem Server eigentlich ein anderes Profilbild. Aber das andere Profilbild wird im Discord-Overlay gar nicht angezeigt. Da wird mein normales Discord-Profilbild angenommen. Wahrscheinlich, weil Discord einfach doof ist oder sich abgehakt oder gecheckt hat. Oh ne, die haben 5 Matches hintereinander gemacht. Ist das Discord-Overlay, diese Website, ist die von Discord selbst? Ja. Echt? Ja. Okay, krass. I don't know. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Okay. Schon wieder singen. Krabbenpanzer! Ja, der hat mich auch erledigt. Hat er dich überhaupt erledigt?
Da 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 di. Ba da ba da ba da 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 da. Au. Der Feind des Berser. So, ich muss unbedingt im Kopf behalten, dass ich mich momentan nicht abrollen kann. Och. Ich sehe die nicht schwimmen. Ich sehe die nicht schwimmen. Was wie? Wie habe ich die Person gekillt? Mit Skill. Ich habe einfach eine Bombe geworfen und nicht daran gedacht, nicht damit gerechnet, dass die Bombe killt. Ja, da ist doch ziemlich offensichtlich, wie du die Person gekillt hast, oder? Ich habe trotzdem, wie ist man so doof? Ich bin back. Das war aber ein kurzes Lied. Ja, das haben wir, glaube ich, mal zusammen angehört. Welches Lied haben wir denn zusammen angehört? Gegen keine Jungs. Haben wir... Wir haben doch mal dieses, Weaver Suit Album gehört. Oder? War das mit dir? Kann sein. Ich erinnere mich an keinen Namen. Auf jeden Fall ein Star. Oh mein Gott! Ja? Tessa cosplayt gerade gefühlt. Oder hat sich halt verkleidet. Sieht geil aus. Ich weiß. Warte, ja, warum siehst du das schon? Weil ich Snapchat habe. Ja. Sie wollten mir ein Bild schicken. Macht sie bestimmt noch. Die Schnäpfe. Flip machen, Tessa schicken. Muss nochmal weg. Schon wieder? Jetzt hört sich aber viele viel zu gute Lieder. Haben wir gewonnen? Ja. Cool. Ich pass gar nicht auf, ich spiele voll auf Autopilot. Merkt man. Was will mir deine unterschwellige, missachtende Botschaft sagen, Torge? Möchtest du etwa, dass ich ernster spiele? Nö, mach ich auch nicht. Ja, wenn ich. Kannst du mir nochmal sagen, dass ich ernster spielen soll, wenn ich nicht erster im ganzen Team bin und die meisten Punkte und Kills hab? Hier, Timmy, ich habe übrigens mal nachgefragt. Wo hast du nachgefragt? Wegen was? Hier Nana, warum sie traurig ist und ich mitgucken möchte. Ach so. Weil es das erste Splatfest ist, was sie verpasst. Ah. Oh. Schnell Splatoon 3 Download-Code kaufen. Ich verstehe aber auch nicht, wie man seine Cartridges verlieren kann. Ich habe meine Splatoon 2 Cartridge auch verlegt. Aber du hast sie wiedergefunden, oder? Nö. Immer noch nicht. Nee, du hast es dir neu gekauft. Ich hab's mir digital gekauft. Ei. So kann ich zumindest Splatoon 2 nicht mehr verlieren. Aber ich hab's physisch auch noch da, also. Und die Hülle hast du noch. Die Hülle habe ich noch und das spiele ich dir sicherlich auch nicht mehr. Hat irgendeiner geklaut, so. Nee. Das Einzige, was geklaut wurde, war wahrscheinlich ist mein Let's Go Eevee. Let's Go Eevee. Ich hab meinen Bruder noch Eevee. Ich hab auch immer noch das Let's Go Eevee von meinem Bruder. Das war so ziemlich das erste und einzige Pokémon-Spiel, was ich mir gekauft habe. Hast du... Hä?
Hast du vorher kein einziges Pokémon-Spiel gespielt? Kein XY, kein Sonne, Mond, kein Diamant, Perl, gar nichts? Gespielt, ja. Ist eigentlich gelogen, ich habe mir eigentlich Pokémon gekauft. Also hier, Sonne, Mond. Für eins von beiden. Okay, du hast dir Sonne, Mond gekauft. Eins von beiden, ich weiß gerade nicht mehr welches. Ich hab mich auch gewundert. Oder Ultrasonne, Ultramond. Hab ich nicht, keine Ahnung. Weil Ultrasonne, Ultramond sind die besseren Editionen und ich bin der Meinung, dass die Leute aufhören sollten, so zu tun, als wäre es nicht so. Ich habe nicht behauptet, dass das eine bessere Version ist. Ich habe nur behauptet, dass ich absolut keine Ahnung habe, welche Version ich mir gekauft habe. Nein, du hast das nicht gesagt, aber die Leute sagen das und das macht mich wütend, weil Ultrasonne und Ultramond sind so viel besser als Sonne und Mond. Und die Leute sollen aufhören, Ultrasonne und Ultramond zu flamen, nur weil es in deren Augen einfach nochmal das gleiche ist, wenn es überhaupt nicht nochmal das gleiche ist, sondern so viel verbessert wurde. Ich meine, 60 Euro Patch für ein Spiel, dass man dann komplett nochmal neu spielen darf. Das waren nur 40 Euro. Ich hab's jetzt auch moderne Spiele so geändert. Ja, aber es waren keine 60 Euro Torge. Für 60 Euro hast du eigentlich beide bekommen, wenn du im Mediamarkt warst. Zumindest ich habe damals beide für 30 bekommen. $59,98 sind es dann. Mit weißer Schokolade kann ich leben, davon habe ich noch nicht so viel. Gegessen, meinst du? Davon hast du noch nicht so viel gegessen. Die Schale ist noch ziemlich weiß. Da war doch sowieso eine weiße Schale, oder? Ich meine, ziemlich voll mit weißer Schokolade. Lass eins rausnehmen. Ich muss auch sagen, Minas, aha, zufolge, was ich von ihr zurückbekommen habe, hat sie das Splatfest komplett vergessen. Kann gut sein. Ja, kein Wunder, dass wir verloren haben. Schau dir das an. 516 Punkte, der Typ da unten. Ach, Torge. Ach, Timmy. Wieso ist das Leben so, wie es ist? Weiß ich nicht, aber ich bin gut, dass da noch ein Kind ist. Nele ist Essen kochen. Gib was ab, ich hab Hunger. Ich habe bisher noch nichts anderes. Mir fehlt doch nichts anderes gegessen als Schokolade. Ich hatte Käsenudeln zum Mittag. Ich hatte überbackenes Brot. Theoretisch, aber. Dann hast du doch was. Ja, zwei überbackene Brot und das heute Mittag um 9. Morgen um 9. So. Wie ist leider? Mit Boris. Komm vorbei und wir tauschen. Du gibst mir ein bisschen Schoki und du kriegst davon was von der Lasagne.
Würde ich gerne, aber ich habe keinen Bock zu laufen, dank. Dann fahr. Ich wurde vom Baumstumm erledigt. Ich habe den Baumstumpf erledigt. Sehr gut. Drache ist süß, Drache ist Blutwurst. Och, Splatlings, Mann! Da kamen sie alle. Gott. Sind doch nur 7,7 Kilometer, hab dich mal nicht so. Mal eben 7 Kilometer gehen. Nee, das. Da laufe ich eine Stunde. Länger. Mindestens eine Stunde. Das dauert mindestens zwei. Ich würde sogar zu drei tendieren. Hast du die. Ja. Wollen wir so lang machen, bis mir eine Schokoladensorte ausgeht? Keine Ahnung, wenn du möchtest. Können nur potenziell 5 Matches sein. Ich meine, du kannst auch theoretisch aufhören und ich mach weiter. Ich hab eigentlich Bock. Den? Außerdem hast du doch noch super viel Schokoladenpackungen, die du mampfen musst. Ich meinte auch eigentlich eher das, was ich hier noch drin habe. Ja, ich weiß, dass du das meintest, was du noch in der Schüssel hast, aber du hast doch so viel Schokolade, die du essen musst. Sorge. Wir müssen da rein. Er fängt schon an zu weinen. Soll ich mal die Waffe wechseln? Vielleicht wechsle ich mal die Waffe. Mein Gallon? Nimm mal mein Gallon. Also ich weiß auf jeden Fall, wo ich die weiße Schokolade loswerde. Und wo ich zartbitter los werde. Und Vollmilch esse ich selber. Bam, badadam, bam, bam. Da, 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 da. Erster Platz Gesamtleistung. Erster Platz Revier gefärbt. Erster Platz beliebtes Ziel. Oh. Bin 6-mal gestorben. Oh, Black ist disconnected. Sehe ich jetzt erst. Ja. Wow. Nee. Ich mochte übrigens die Tensuka aus Splatoon 1 Liebe. Die Tornados waren besser. Ja. Hey, Blake. Hi. Du warst disconnected, warum?
weil mein Internet plötzlich, Also doch, das Internet. Ja. Ich dachte schon, ist was passiert. Ja, meine Katze ist gestorben. Oh. Armer Anton. Er ruhe im Frieden. May he rest in peace. Oh, dazu habe ich aber eine lustige Story. Also für mich war sie lustig. Ich habe eine gute Freundin. Lena heißt die. Ja. Und die hat mir erzählt, dass sie früher mal zwei Fische hatte. Oh mein. Und die war vor ein paar Jahren übelst großer Fan von den Lochis. Und die hat einfach diese Fische nach den beiden da benannt. Nein! Die hat aber halt. Aber sie hat halt irgendwann vergessen, welcher war. Weil das, die halt gleich aussahen. Das mir bei den Lochis dann auch ist irgendwann einer gestorben. Und sie mochte den einen Typen von denen da lieber als den anderen. Und hat dann einfach gesagt: Ja, der Typ, den sie halt weniger mag, der ist gestorben. Der andere lebt noch. Heiko und Roman, glaube ich, waren die beiden. Heiko und Roman Lochmann. Wie kann man sein Kind mit dem Nachnamen Lochmann noch Roman nennen? Das zweimal Mann da drin ist. Ich finde es lustig. Roman Lochmann. Das finde ich. Heiko Lochmann klingt aber auch nicht besser. Lochmann klingt halt ein bisschen. Scheiße. Ja. Aber man merkt halt auch einfach, wie kreativ sind Kinder. Lochis. Die Lochis. Wie sind die Lochis? Heißt mit Nachnamen Lochmann. Hä, ist doch kreativ. Ich auf einmal tat bitte, es muss kotzen. Oh nein! Du musst nochmal Zartbitter essen. Ja, die Aussage ist gealtert wie Milch aus dem letzten Jahrhundert. Torg, ist alles in Ordnung? Nein. Ich habe das Gefühl, irgendwas bedrückt dich. Weiß nicht, ist nur so ein Verdacht, aber irgendwie wirkst du gerade niedergeschlagen. Kann ich dir irgendwie helfen, mein Freund? Komm vorbei, ich klappe das super auf. Oh, ihm ist du, nicht mehr zu helfen. Du, glaube ich. Ich habe ganz vergessen, ich habe ganz dringend was vor. So. Wenn ich auch mal rein, dann geht das. Ich hab mit voll Ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast. Yay. Yay. Ich glaube, ich hab dann für heute erstmal genug Schokolade. Was ist mein Special mit dem Roller? Ah, der Schild. Stimmt. I remember. Ich schick was auch immer doch, weil was immer hier ist. Und dann gleich rüber zum Demi. Ja, schick's mal eben rüber quer durch Deutschland. Ans wortwörtlich andere Ende. Ich meinte eigentlich eher die Zuschauer und nicht die Schokolade. Hast du nicht eben von der Schokolade geredet? Hast du nicht eben Schokolade gesagt? Was übrig ist von der Schokolade? Ich hab gerade gesagt, ich glaube, ich hab genug Schokolade für heute. Nee, gar keinen Bock auf das geht gerade. Schlimm. Das war wunderschön. War es tatsächlich. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-bee.
Ich muss ganz kurz weg. Schon wieder. Ach scheiße, ich habe ja den Schild. Ich setz mein Special so voll confident ein und dann steht da so der Schild mitten im Nichts. Leute, lasst euch jetzt die Mitte wegnehmen, ist das euer Ernst? Das ist ein Eingriff. Richtig. Das ist mein Let's Play Markus Stream-Beginn-Wecker. Der unnötig ist. Ja, heute. Aber ich stelle den ja nicht Tag für Tag. Ich habe den einmal eingestellt, dass er jeden Mittwoch und Samstag um 19 Uhr losklingelt. Oder kurz vor 19 Uhr. Was? Das denn die Mine? Ich wurde erledigt. Die Tintenmine hat mich geschwächt und der Quastor hat mir den Rest gegeben. Aber du darfst noch ein Stück Vollmilch essen, hey. Bam, 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 bam. So, wie viele Punkte habe ich gemacht in dem Match? Mit dem Roller? Gar nicht mal so viel. Nicht scheiße, aber... Naja. So. Du hörst auf? Ja. Okay, dann gehe ich auch kurz raus. Muss mich nämlich um meine Schuhe kümmern. Ich kann nicht mehr. Und kann auch ein bisschen gamblen. Extra Flair für deinen Spind. Wundervoll. Noch eins. Ein Revierkartenpack. Boah, sogar eine neue Karte drin. Wie viele Karten habe ich eigentlich? Oh. Ein neues Abzeichen. Verziere den Splashdeck damit. Kuddelfisch. 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 Ich habe Karl. Karl Kuddelfisch. Ich habe Karl gezogen. Katalog, Effekte, Revierdecks, Kartenliste. Schauen wir uns mal meine Kartenliste an. Wie sieht denn die aus? Ich habe 120 von 175 Karten. Hallo. Hallo, Blake. Blake. Jimmy. Hallo. 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 Na Hallo. Du? Ah. Ja. Aufgefuttert die Schokolade. Ich hab da Bock. Oh, hast du jetzt komplett diese Zartbitterschokolade aufgegessen? Nein. Das letzte war Vollmilch. Okay. Ach, bitte. Aber ich würde an deiner Stelle wirklich aufhören, das ist ja schrecklich. Ja, er hat ja nichts mehr. Ja, wenigstens was. Ich schicke euch rüber zu Dimmy. Wenn ich schon drüben ist. Wer noch nicht drüben ist, kommt mal rüber. Deswegen, ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut das nächste Mal wieder vorbei. Morgen! Morgen. Selbe Schoße. Zur selben Uhrzeit. Selbe Stelle, selbe Welle. Also bis dann und ciao. Vielleicht mit mir, vielleicht nicht mit mir, keine Ahnung. Torge, danke für den Raid. Was habt ihr gespielt? Wie war der Stream?
Was war die Haut? Hau mich doch. Vielleicht stehe ich ja drauf. So. Ich hab vergessen, ich rede mit Timmy. Yeah. Ich stehe nicht wirklich drauf. Glaube ich. Hä, auf was? Geschlagen werden. Ich stehe da aber drauf. Ganz unangenehme Situation für ihn jetzt. Oh ja. Effekt hinzufügen. Kann ich? Kann ich hier? Ich hab grad gesagt, so viele Details. Ich brauch noch einen, so einen Aktionsteil. Dann kann ich ja hier. I smell dark Schoko. I love men and cat boys, Nia. Schau mal, das ist Torge. Nee, so weit bin ich noch nicht, aber es ist trotzdem ziemlich easy. The Beauty. You will be sick of losing to Team Milk, just like my milk intolerance makes me sick. Er ist Team Vollmilch. Sehr gut. Guter Mann. Guter Mann. Oder gute Frau. Ein gutes menschliches Wesen. Guter Inkling, guter Inkling. Ne, war ein Octoling. Guter Octoling, guter Octoling. War es ein Octoling? Ich hab nicht drauf geachtet. Wo waren noch Ausrufezeichen bei meinen Titeln hier, ne? Genau. Will ich das? Nee, ich finde das cool. Möchte gern. Möchte gern, ja. Ich will ein Möchte gern sein. Repräsentant. Squid Squad Fan. Möchte gern Squid Squad Fan. Das bin ich. Wie kann man von etwas ein Möchtegern-Fan sein? Entweder man ist von etwas ein Fan oder man ist von etwas kein Fan. Wenn du ein Fan von etwas sein möchtest, dann sei doch einfach Fan. Wie kommst denn du auf ein Möchtegern-Fan jetzt? Na, das ist mein Titel jetzt in Splatoon. Ah ja. Ich habe mich Möchtegern Squid Squad Fan genannt. Aber wenn du gerne ein Fan von etwas sein möchtest, dann sei doch einfach Fan. Ich brauche mal kurz etwas. Beziehungsweise in dem Sinne, dass du gerne ein Fan von etwas sein möchtest, bist du dann an dem Punkt nicht sogar schon Fan? Ich brauche kurz etwas Abwechslung, ich spiele eine Runde Salmon Run. Wir hätten noch zusammen Salmon Run spielen können. Ich wollte sowieso nicht mehr live sein, also. Ach so. Dann bist du aber hier schlecht am Platz. Ich meine selber. Was? Na, wir können schon wieder aufhören. Ich glaube, da hatte irgendjemand keinen Bock mehr auf. Timmy, schau nachher mal in die Library. Oh, stark. Schau du mal auf WhatsApp. Oh je. Was sehe ich da? Eine Nachricht. Lol. Das ist wundervoll. Ich möchte Katzenbilder haben. Was willst du? Katzenbilder will er haben. Ja, die habe ich gerade leider nicht. Ich habe nur andere Sachen. Oh ja, gern. Ich möchte gerne Bilder von deinem Efeu sehen. Das meinte ich nicht. Ich weiß.
Barab, 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 darab, 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 die, darab, darab, die, darab, 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 die. Schlammmäuler. Gut, wie funktioniert das nochmal? Achso, da. Achso, was passiert? Ich werde von einem Salmini gekillt, ne? Ich habe auch noch einen Splatling, das heißt, ich bin sowieso kacke. Oh nö, ist es ein Splatling in der Salmon Run Rotation? Ja. Ja, kein Bock. Ich glaube sogar die normale Mini-Splatling. Nehmen wir mal die normale Splatling. Mini-Splatling war ja was anderes. Mini-Splatling? Die Splatling ist halt eine Minigun. Gibt's die Mini-Splatling überhaupt in dem Spiel? Ich denke. Weil die Mini-Splatling war doch eine Abwandlung von der normalen Splatling. Was, boah? Blake? Hm? Du hast boah gesagt. Ich wollte sagen. Ja. Kokoschips sind voll lecker. Kokoschips? Ich finde ja. Kokos leider nicht geil. Ich nicht. Shame. Ich mag auch zum Beispiel Bounty. Ich mag das Lied. Fette Kokosnuss, fette Kokosnuss, fette Kokosnuss, klar. Fette Kokosnuss, fette Kokosnuss, fette Kokosnuss, klar. Ich hab an das andere gedacht, dieses. The Coconut Nut is a Big Nut. Wisst ihr? Nee, Torge hat mich schon verstanden. Okay. Ich hab trotzdem anders gedacht. Das zweite Lied, an das ich gedacht hätte, wäre die Kokospromenade aus Mario Kart. Aber? Aber. Meinst du etwa diese isländische Hupfdole Baba? Das ist eine Gravity Falls Referenz. Disco Girl, tanz mit mir, du bist wunderschön. Dancing Queen, I don't know the context of this song, Bean. Bean? Ich kann doch was ich auf Free gereicht hat, gebraucht. Das erste, was mir einfällt, ist Bohne. Disco Girl. Tanz mit mir, du bist wunderschön. Torge, du musst Zartbitter essen. He can't do this anymore. I can't. I'm not strong enough. Na. I know I have to do it, but I don't know if I have the strength to do it. Ach, nö, natürlich gleich ein Arschloch von Flyfish, ne? Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich mag ja schon den. Ich mag den Special doch nicht. Help me. Help. 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 Danke, Agnes. Ich weiß gar nicht, dass Agnes Minecraft spielt. Nicht Minecraft. Nicht nur Minecraft spielt. What? Daddy! Obwohl, nee, dann wäre das ja Lady Agnes. Sorry. So.
Die Library. Aber sieht clean aus eigentlich. Was? Was Blake in die Library geschickt hat. Was ist das mit der Library? Ich hab gesagt, sieht clean aus. Sehr clean. Ich glaube, den hatten wir aber schon mal. Das ist, glaube ich, derselbe von einem anderen. Also. Aber warte, gar nicht so weit, so, gar nicht so viel weiter oben. Ja, ja. Sieht sehr ähnlich aus, ja. Blattling, überleben. Ja, mit dem habe ich, also um das zu bekommen, habe ich mit dem irgendwie ein Sexting gemacht. Das war lustig. Oh, spaßig. Ja. Kannst du Screenshots machen? Oder ist schon weg? Nee, ist schon lange weg. Oh, schade. Das war im Dezember. Wow. Hast du mir das erzählt, oder? Ja, scheiße. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Da hatte ich Langeweile bei Family und brauchte irgendwas zum Lachen und dann habe ich und dann hat der mir geschrieben und ich war so, ah, kommt gelegen. Hello there. Hello there. War funny. Stimmt, bei Familie. Leck mich doch. Nee, danke. Kann ich verstehen. Nee. I'm sorry, Tage. Nee, ich wollte eigentlich nur dieses eine Item haben, das neu ist. Jetzt, Das Shit. Dieses Kopfdingens, die Kamera. Nee, das Nachtsichtgerät. Genau das. Ja, ich hab's, ich hab's mir auch schon geholt. Den 4 Punkte. Ich hab versucht, Tessa Salmon Run beizubringen an dem Tag. Und? Ich hab genug Punkte für das Nachtsichtgerät gehabt. Mein. Ich glaube allein schon, dass ich jetzt, dass wir jetzt anfangen, die zwischen genug Punkte will ich deshalb, oder? Oh. Wenn dir 4 Punkte fehlen, solltest du, solange die Runde nicht per Internetabbruch beendet wird, solltest du genug haben. Goldi, wo ist der Goldi? Ich brauch Goldi. Den Goldi umbringen. Sag mal, wann? Seit wann bin ich hier? Weiß ich nicht. Meinst du im Voice-Chat oder auf dem Server? Im Voice-Chat. So seit 17 Uhr? Kann gut hinkommen, vielleicht ein bisschen vorher. Ne, müsste 17 Uhr gewesen sein. Und glaube ich irgendwie auch. Why? Why you asking? Weil ich... Weil ich, seitdem meine Snapchat-Sachen aufräume und ich immer noch nicht fertig bin. Seit 2 Stunden. Ja. Das nenne ich mal... Und das ist ein Goldi. Ey, der hat meine ganze Farbe wieder weggemacht, der Kurensohn, Alter. Ich hatte halt irgendwie 600 Leute auf Snap und die jetzt erstmal alle wieder wegzubekommen. Das dauert. Ja, das dauert. Das glaube ich. Die Plattform nutze ich eigentlich gar nicht mehr wirklich. Snapchat? Ich habe nicht mal die App auf meinem Handy. Ich habe die App. Aber halt nicht auf dem. Denkst du, als wäre ich so wie Hütz der Bonze, ne? Ich habe einfach mir ein iPhone für Aufnahmen und sowas besorgt. Aber auch ein gebrauchtes. Auch wirklich, und auch nur da habe ich dann auch wirklich Snapchat installiert.
nicht mal auf meinem Handy, was ich die ganze Zeit mit hab. Ich mag Snapchat, ich benutze das gerne, aber ich habe halt irgendwie 600 Leute da und ich kenne die eigentlich alle nicht. So 90% davon, deswegen wollte ich die mal weghaben jetzt. Und kann ich verstehen. Es dauert halt ewig. Ich habe so das Gefühl, so geht's mir auf Discord. So gefühlt 100 Leute, von denen ich vielleicht mit 10 aktiv was mache. Und der Rest ist halt Bekanntschaft, aber man will sie ja halt nicht löschen, falls irgendwann doch mal irgendwas wieder machen möchte. Ich hau ja ab, das ist doof. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bande mit Klecksern. Ich hätte einfach nur noch überleben müssen. Oh, Junge. Was denn? Wenn das nicht so lange dauern würde, wenigstens. Kannst du die nicht einfach gedrückt halten, markieren und löschen? Nein, kann ich nicht. Ich muss es alles einzeln machen. Warum kann man das nicht? Was ist das für eine dreckige App? Ich weiß es doch auch nicht. Nee. Most basic feature nicht drin, Alter. Ja, du musst da immer... Du musst die Person so gedrückt halten, dann auf Manage Friendship, dann Remove Friend und dann zweimal auf Remove klicken, weil wenn du es einmal machst, dann funktioniert es einfach nicht. Ja, aber dann hier Tap to Snap auf den Pixel. Wenn jetzt ein Sammer drauf haut aufs Telefon, dann öffnet sich automatisch Snapchat. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Ich schon. Mach mal. Mach mal. Oh, ich hab Mortis gefunden. Die blöde Sau. Ja. Ist da eigentlich noch was passiert irgendwie, oder? Nicht, dass ich wüsste. Aua, oh. Ey, ich... Ne? Ich will nicht der sein, von wegen, ich hab's ja gesagt, aber... Ja. Ich hab's ja auch gesagt. Ja. Hallo Zocker meint. Is he back? Ja. Oh mein Gott, hallo. Oh my goodness. Ist er gerade eigentlich... Is he the only one? Ich glaube schon. Nee. Was? Wie? Ich hab den Stream vergessen. Oh no! Ich hab den Stream vergessen, dankeschön. Und du wunderst dich, warum keiner hier ist. Weißt du, und er ist so wertpopulärer. Warum sind so wenig Leute hier? Ja, wenn selbst er den vergisst. Was?
Oh no, cringe. Boah, weißt du was, Timmy? Was denn? Ich hab Maracuja-Saft und Kirschsaft. Okay. Ich finde beides geil. Maracuja? Ich finde Maracuja-Saft so geil. Ah, nee, ich hab nicht Maracuja getrunken, sondern irgendwie Orange-Maracuja oder Maracuja oder sowas. Irgendeine Mischung mit irgendwas. Nee, nur Maracuja. Maracuja pur, das ist geil. Oh. Ist dein Husten tatsächlich immer noch chronisch, Timmy? Halt die Schnauze. Nein. Blake, ich stopp dir gleich dein Mäulchen mit meiner Faust. Nö. Also ich würde ja sagen, wir lassen das. Ey, in meinem Gegnerteam ist Haribo Trademark. Genau. Used to love this mystery, but now it's just exhausting. Another day spent just as this Seit Dezember hat er Husten. Seit November. Das ist und Blake weiß das. Ja. Blake weiß das mitunter am besten. Wie sehr ich huste die ganze Zeit. How dare you two husten in my Anwesenheit? Please not machen it. Can you please not machen it? Maxi ist so eine Legende, ey. Timmys Merkmal ist, dass er hustet. Mhm. Geil. Warte, Timmy, ich muss dir nachher noch ein Bild schicken. Du musst mir auch noch. Sorry. Du musst mir auch noch ein Bild schicken. Ah, nee, warte, das war Tessa. Ich wusste gar nichts, hallo? Geht 13 Minuten, aber don't. Also, lass dich davon nicht beirren. Es sind nämlich irgendwie mehrere Lieder, aber halt in einem Track. Okay. Der hat nur Walking Speed. Was ist mit ihm los? Er spielt nicht mal einen Roller. Was bringt ihm Walking Speed als Bogen? Torge, seit du weg bist, verliere ich nur noch. Torge, my queen, come back. Torge, my little munchkin. Come here, my little pogchamp. Oh, bitte nicht. Cringe. Oh no, cringe.
Okay, ich glaube, wir gehen zurück zum Kleckser. Weißt du, wo wir auch zurück hingehen können? Nach Kids to Kids. Was? Ist so ein Indoor-Spielplatz. Ah ja. Wohin denn? In meinen Arsch. Ha! Oh yes, bin dabei. Oh nee, dann lieber nicht. Nee, wenn du willst, dann nicht. Ja. Schade. Ich wäre dafür gewesen. Ja, ich weiß. Deswegen, ja. Oh nein, bitte zwing mich nicht. Ich möchte da nicht rein. Das kaufe ich dir nicht ab. Bitte, tu mir das nicht an. Wo ist Torke? Jimmy. Schönes Wetter heute, oder? Oh mein Gott. Was denn? Was ist denn jetzt dein Problem, Blake? Hat irgendeiner was gesagt? Ich weiß es nicht. Was hast du eigentlich mit deinem Arsch? Ja, mein Arsch ist geil. Ist heilig. Ja, das auch, aber der ist heilig. Und irgendwie ist das die perfekte Antwort auf alles. Ich weiß auch nicht. Also eigentlich nicht, aber irgendwie halt schon. Und Blakes Arsch ist die Antwort auf alle Fragen des Universums. Naja, also irgendwie schon. Vor allem, wenn du Blake fragst. Ja, also es muss ja keinen Sinn ergeben, so, aber es ist... Im Grunde genommen ist es die Antwort auf alles. Auf jeden Fall, deine Antwort auf alles. Meine Antwort auf alles? Hä? Das ist basically dasselbe wie deine Mutter. Nur geiler. Deine Mutter ist Blakes Arsch. Deine Mutter ist Blakes Arsch. Alter, einfach kombiniert. Dein Arsch hat Gott erschaffen. Oh ja. Hey, klar. Die treffen sich jeden Mittwoch. Und wohin kommt man nach dem Tod? In den Himmel oder in die Hölle? In Blakes in Arsch. In meinen Arsch. Was denn? Blakes Arsch? Was? Oh, gerade gesagt, jetzt. Nein! Nee, dann nicht mein Arsch. Was, fuck it? Du machst die Kamera an? Oi! Warte. Oh. Beautiful. Dein Arsch hat mal einen Kometen abgewehrt. Blakes Arsch hat schon alles getan, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Er hat die Welt gerettet. Du kannst dir irgendwas vorstellen, Blakes Arsch hat es getan. Oh je. Blakes Arsch hat deine Vorstellungskraft erschaffen. Oh je. Oh je. Ich frag mich sowieso, worauf habe ich mich hier eingelassen? Weiß ich nicht. Warum warst du die letzten Minuten so still? Weil ich mich kurz vertreten habe, weil ich das Blumen nehmen kann. Vertreten? Du hast dich eingelassen auf zwei Verrückte. Hat Blakes Arsch auch Nikan in Smash besiegt? Nikan hat keine Chance gegen Blakes Arsch. Ich weiß gar nicht, was man da macht. Blakes Arsch hat Nikan so weggesmashed. Klingt irgendwie einfach nur falsch. Bitte hör auf. Also, das Einzige, wie ich mir vorstellen könnte, dass das funktioniert. Mit Peach und Daisy's Side Special. Ich wollte gerade sagen, ein 3D-Modell von Blake erstellen, mit Smash rein, fertig. Und dann einfach alle Moves. Boah, Blake ist eine Peach-Mod. Oder eine Daisy-Mod. Was? Eher eine Daisy-Mod. Ich sehe Blake eher bei Daisy. Smash grad nicht da. Ausrufezeichen Clip. Zocker meint, das geht bei mir nicht. Das ist ein Blues-Command.
Ich hab den Bluespotter nicht hier. Aber dafür kann man. Aber du kannst einfach so einen Clipper stellen. Ich glaube, mit Steuerung C geht das, oder? Nee, Steuerung Shift C? Irgendwie so. Dafür kann man sich bei mir, wenn ich OBS aufhabe, auf dem Kanal mit Kanalpunkten selber timeouten für 5 Minuten. Warum sollte man das tun? Ich weiß es nicht, aber man kann es machen. Das machen bestimmt welche. Ich glaube, ich habe das mal lustig gemacht, oder? Bisher nicht. Nee, warte. Oh, ich kann gar nicht, oder? Ich bin Mod. Ja, du bist Mod, nee. Können Mods andere Mods timeouten? Ich glaube, ich wollte es mal machen und dann hat es nicht geklappt. Du kannst dich aber entmodden. Das funktioniert. Ich kann mich entmodden, ja. Blake, was tust du? Hol das Mikrofon aus deinem Arsch. Was? Hol das Mikrofon aus deinem Arsch. Du Arsch. Das wollte ich sagen. Aber, nee. Ich hab das nur... Ich hab nur meine Haare vorgeholt, weil ich jetzt auch die Cam mache, weil warum nicht? Oh, cool. Tisch ein bisschen aufräumen. Ey, Timmy? Ja? Morgen wieder Aufräumtag, ne? Freust dich schon? Ich muss nicht mich freuen, ich räume ja nichts auf. Du räumst mit auf. Ich kann dir gerne helfen, aber da muss ich erst hinkommen. Genau. Hallo. Hallo. Erst die rechte, dann die linke, beide machen Winkelwinkel. Entschuldigung, ich hör dich nicht. Erst die rechte, dann die linke, beide machen Winkelwinkel. Ich glaube, sie hört dich immer noch nicht. Ich höre dich so halb, aber irgendwie zu leise. Warte mal, ich bin nicht nah am Mikrofon. Aua. Beautiful. Hab ich den Joke auch abgehakt, sonst noch irgendwas? Ich denke nicht. Talk übersteuert, my favorite. Timmy, ich mach dir jetzt ein Bild von meinem Arsch. Nein! Tim. Ja? Hör auf! Warum? Hör auf. Das ist nicht jugendfrei. Oh nein! Sagt oh die 16-Jährige. Halt's Maul. Blakes Arsch, Clipper stellt von Zocker meint. Nee! Sehr gut. Hier bitte. Danke. Guck auf WhatsApp. Hallo. Hört man mich gut? Ja, ich höre dich noch. Ja. Wieso hast du Crash gestartet oder? Nee. Nee, ich habe anscheinend gerade dezent Rechnung. Ich mach mal kurz die Kamera aus. Ich muss mal kurz was. Das ist geiler Efeu. Was? Dein Efeu ist sehr geil. Ich weiß. Gefällt mir. Mir auch. Der ist fast so geil wie ich. Wie dein Arsch. Ja, genau. Genau der. Den meine ich. So.
glaube, ich mache noch den Titel voll und dann höre ich auch auf. Sind ja schon wieder 3 Stunden dabei, Torge. Ich mach's ein bisschen creepy jetzt. Was? Was machst du creepy? Ich guck grad nicht in die Kamera. Oi. Sondern? Bildschirm. Hä? Wonderful. Ja, dafür muss man auch in die Webcam gucken. He's looking und warum, right. Und warum ist das, und warum ist das creepy? Ich guck nämlich nicht in die Kamera. Aber ich sehe nicht, wie das creepy ist. Ich sehe Max und denke mir, das ist creepy. Nicht dein Bruder. Ich fällt nicht auf, dass ich nicht in die Kamera gucke, sondern eigentlich auf den Bildschirm. Aber ich guck auf den Webcam hier in die Kamera. Und warum, wie passiert das, Torge? Erklär uns. Nvidia Broadcast. Das korrigiert einfach deine Augen? Ja. Das ist creepy. Da hast du recht. Das ist schon creepy. KI. Das ist KI, Torge. Au. Das ist auch creepy. Torge ist ein Roboter. Ist auch für mich creepy, um mich einfach selber zu sehen, wie ich in die Kamera gucke. Stattdessen. Torge, den Exorzisten habe ich schon deine Adresse gegeben. Ich kann noch einmal kurz ausschalten, wieder anschalten und dann. Au. Also mir. Jetzt habe ich den Video-Podcast wieder aus. Das ist jetzt wieder die der hohe Webversion. Ah, die Qualität ist gleich viel schlechter. Direkt die Bitrate einmal runtergegangen. Also wenn wir Blake schon einen neuen Rechner besorgen, dann besorgen wir ja auch eine neue Kamera. Ich benutze nur meinen Laptop-Dingens. Sie benutzen nur die Laptop-Cam. Hä? Reicht. Ja, aber wenn du einen neuen Rechner hast, dann ist da ja keine Laptop-Cam dran. Außer wir holen... Ne, wir wollten eben einen Laptop holen eigentlich, ne? Ja. Ja, Laptop-Webcam sind aber trotzdem falsch. Hä? Gar aber nicht reichen total aus. Sie will ja keine professionelle Streamerin werden. Woher willst du das wissen? Was? Also wenn sie irgendwas, irgendwie Content im Internet machen würde, dann würde sie das mit ihrem Handy auf einer Plattform hochladen. Und dann sind das keine, Bewegtbilder. Vermutlich. Ich vertraue Timmy da mal. Die kennt. Der kennt dich besser. Ja. Das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt gerade so viel. Also. Cousy. Mama mia. Cousy. Oh no. Ich würde sagen, ich kenne Blake fast ein bisschen. Nee. Okay, dann nicht. Schade. Nein, Timmy, wir kennen uns. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Baden-Württemberg. Tatsächlich war ich da schon mal, ja. Ich auch. Echt? Ich nicht. Ich war mal in Karlsruhe. Boah, da bin ich auch manchmal. Da war ich noch nie. Dann... Wäre lustig gewesen, wenn du schon mal in Karlsruhe gewesen wärst, aber noch nie in Baden-Württemberg. Das ist nämlich so ziemlich unmöglich. Und gibt bestimmt noch irgendein anderes Karlsruhe auf dieser Welt. Ich hätte mich jetzt... Wäre lustig, wenn das auch in einem anderen Baden-Württemberg liege. Ich wollte gerade sagen, das wäre lustig. Das wäre... Ich hätte jetzt die Frage gerechnet, warum denn? Warum geht das denn nicht? Ja, warum geht es nicht? Da kann man nicht in Karlsruhe sein, aber... Oh, Jimmy, guck mal.
Ich muss dir was auf Instagram schicken. Auf Instagram. 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 Die Instagram-Runde. Ja. Aha. Nein. Das war auch lustig, als ich dann vorhin mit Jenny vom Stream gesprochen hatte. Also von wegen. Dass sie ziemlich überrascht war, dass ziemlich schnell das Anti-Cheat bzw. das Anti-Crack-Ding von dem Spiel, was Lucy gerade im Moment sehr viel spielt. Dass das ziemlich schnell geknackt wurde. Aber die vorherige Version von dem halt schon über einem Jahr dafür gebraucht wurde. Hogwarts Legacy hat eine Anti-Cheat-Software? Nee, nicht Anti-Cheat, sondern Anti-Crack. Damit man sich das Spiel nicht gratis runterladen kann, oder was? Exakt. Okay. Aber das wurde schon zu 80% geknackt. Wenn nicht sogar bis jetzt schon mehr. Geil, dann kann ich ja bald Hogwarts Legacy spielen. Darauf habe ich dann halt geschrieben. Da habe ich sie gefragt, dass sie das wundert. Ich habe bei Metroid Prime Remastered hat man schon ziemlich schnell auf dem Steam Deck, also in YouTube-Streaming, Shit zu laufen bekommen innerhalb von einem Tag. Wenn Leute ein Spiel spielen wollen, dann geht das schnell. Ja, hätte man doch einfach nur dumpen müssen, oder nicht? Aber der Emulator ist doch meistens dafür noch nicht so ganz angepasst. Kam ja jetzt erst über die letzten Updates. Ja, jeden Tag 5 Ryujinx-Updates, Mann. Das war alles mit Metroid wahrscheinlich. Nee, ich habe Ryujinx ja jetzt seit Metroid raus ist nicht mal mehr angehabt, aber... Ja, es gibt Updates. Ja, bin ich mir sicher. Gib mir mehrere Updates. Aber Metroid Prime möchte ich nicht auf dem Emu spielen, weil das möchte ich mit Joy-Cons spielen. Und ich habe keinen Bock, meine Joy-Cons an den PC zu connecten. Also dann kam noch was. Dass das ziemlich... Dass das für ziemlich lange gedauert hat, dann kam das. Und dann habe ich halt den Fun-Track abgelassen. Der GBA-Emulator auf der Switch ist ziemlich akkurat. Der ist so akkurat, dass die Test-ROM, womit defekte GBA-Modelle dann getestet wurden, den als richtiges Modell gefunden hat. Ja, kein einziges Problem dafür da angezeigt hat. Dass der Emulator da durchgekommen ist. Selbst der Virtual Boy Advance kommt nicht durch diesen Test durch. Virtual Boy Advance? Ja, Virtual Boy. Ist MGBA nicht sowieso besser? Ja, der kommt aber auch nicht durch. Ja, aber ist der nicht eh besser? Oh nein, oder kommt er auch nicht durch? Also ich finde ihn besser, keine Ahnung. Also ich war lange Zeit auch ein Visual Boy Advanced Guy, aber... Ich bin jetzt Game Boy Advanced Nintendo Switch Online Guy. Mich hat das aufgeregt, dass Visual Boy Advanced kein vernünftiges Controller-Setup hat. Und daraufhin hat Jenny halt geschrieben, well lol. Darunter habe ich halt einfach geschrieben, Gaming-Fakten mit Liebe. Weil da nichts kam, habe ich dann halt einen Spoiler noch irgendwo darunter geschrieben, dass das eine Kegi-Referenz. Kegi. Sexualkunde mit Kegi. Heute erklärt uns Professor Dr. Kegi, wo eigentlich Babys herkommen. Professor Dr. Professor Kegi. Boah. Das ist geil. Gute Frage. Net. Gute Frage. Net. Gute Frage. Net. That's creepy. Oder auch Mario Maker schwer. Gar nicht mal so schwer.
Nicht auf normal, sondern Mario Maker schwer. Ist gar nicht mal so schwer. Wunderschön. That's cringe, Blake. Why is this cringe? Was ist cringe? Wie bekomme ich jetzt eine Nachricht, dass Blake mir ein Reel gesendet hat, wenn ich sehe, dass Blake ihr Handy nicht mal in der Hand hat? Weil sie gerade ihr Handy in der Hand hatte und jetzt gerade weggeschickt hat. Da ist kein Reel in meinen Nachrichten und ich habe den Reel, den sie mir eben schon geschickt hat, schon geliked. Wieso habe ich die Nachricht bekommen? Aber wie findest du den? Ich meine nicht, dass wir. Ich habe dir den Post geschickt. Welchen Post? Von so Kleid. Oder war das ein Reel? Das war ein Reel, glaube ich. Das war ein Reel. Aber es ist schön. Das sind super schön aufgehangen und so. Mega geil. Nee, was ist denn jetzt? Was soll das jetzt? Die sind voll schön aufgehangen und so. War das? Okay, dann finde ich die halt scheiße hässlich und kacke. Und alles ist blöd. Nein, das meine ich ja nicht. Hallo. Demi01XD. Oh nein, er hat meinen Twitter-Handle gefunden. Oder meinen Minecraft-Namen. Je nachdem. Aber guck mal. Warte. Das ist so, sieht das angezogen. Also ich brauche so ein Kleid. Das ist voll schön. Besorgen wir dir. Ich bin in der Library gelandet. Zoe. Zoe finde ich den wirklich nicht, muss ich sagen. Ja, aber ich irgendwie finde ich den Typen I, der da. Also das letzte Bild mit dem Typen drauf, ja. Der da so steht. Ja. Mit seinem überdimensionalen Penis. Überdimensional? Eigentlich nicht. Soll ich es mir holen? Was? Twitter? Nee. Lass mal. Kann ich nicht empfehlen. Wie kommst du jetzt auf Twitter? Zockermind hat geschrieben, ich habe nicht mal Twitter, soll ich es mir holen? Nee. Nein. Und ich bin der Meinung, nee. Aber Twitter soll mir ihren Account mal geben. Mhm. Der Mask, der fährt jetzt Twitter sowieso gegen der Wand, dann hat sich das hier. Hat er nicht schon wieder gesagt, dass er es verkaufen will oder so? Wollte er es nicht wieder abtreten? Au. Das finde ich. Ja, hat er. Aber dafür muss er erstmal keinen geeigneten. Ich bin verliebt. Blake, ich glaube, du könntest sehr gut mit meiner Schwester Kleider shoppen gehen. Warum? Weil die auch solche Kleider richtig geil findet. Oh mein Gott, ich mag deine Schwester so gerne und ich habe noch kein einziges Mal richtig mit ihr geredet. I think at least. Lucy. Also, Jimmy und ich haben einen Mastodon-Account. Das ist richtig. Und ich möchte es immer wie Mustard aussprechen. Der Senfdon-Account. Senfon. Demi? Nee, ja. Oh, man hat die Musik von dem Reel in meinem Stream, glaube ich, gehört. Egal. Weiß ich nicht. Aber sehr hübsches Kleid. Besorgen wir dir. Nee, erstmal müssen wir Blade einen Computer besorgen. Sing mal Internet von Kegi. Warte. Im Internet. Fängst du ein neues Leben an? Moment, warte. Wunderschön. Warte. Nein, ich wollte beenden. Ach, egal. Moment, kriegen wir hin? Warte, kriegen wir hin? Wir schaffen das. Warte, einen Moment. Ah, nein. Ah, fuck. Moment. Entschuldigung, Moment, Musik, Playlist, da, richtig, ja, genau das, richtig. Das Internet ist nutzlos. Das Internet. Useless, man. Es gibt halt einfach eine Seite, die heißt Ninja Flex. Mein Bruderherz, du bist ja wieder zu Hause. Grüße. Grüße von Blake. Moin, Max.
Jetzt bin ich aber moin, Max. Und Grüße von Torge. Wer ist das? Sag doch. Ich hab nicht Grüße gesagt, ich hab Hi, Max gesagt. Ist egal, das ist das Gleiche. Warte, ich hab das in der XD-Playlist, nicht in der Musik-Playlist, glaube ich. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, warte mal. Timmy, weißt du was? Was denn? Max hat mir heute mitten in der Nacht irgendwann eine Audio geschickt. Ich habe die mir immer noch nicht angehört. Das werde ich jetzt machen. Ich bin gleich wieder da. Oh ja, mach das. Dann haben wir Gesprächsstoff. Scheiße, Mann. Ja, warum ist das nirgends? Hallo. Hallo. Also ich kann dein Wort sehen, was er gesagt hat. Der ja, was passiert? Das ist irgendwie so eine 2 Uhr morgens Audio, wo er irgendwie wach geworden ist. Er hat mir von seinem, der hat irgendwas geträumt und der hat mir davon erzählt und der klingt aber halt, als hätte er gekifft, wie, also. Ja, es klingt einfach unglaublich lustig und er erzählt halt auch Sachen. Kinder, Winger, Fack und Brot. Ja, es klingt halt einfach exakt, als hätte er gekippt und ich finde es so lustig. Kids, don't do drugs. Macht er nicht mehr? Nicht mehr, der ist 16. Ja, der hat. Ja. Ja. Es ist Max. Ja. Ne, der hat. Das war einer von denen, die. In der Freundesgruppe, in der ich mal war, weißt du, also von der ich dir mal erzählt habe, da. Mhm. Mit den Bürgers. Ja. Genau. Ich kenne einige Leute. Aber ey, seit, ich glaube, einem Jahr oder eineinhalb Jahren nicht mehr. Flieg mit mir ins Internet. Läuft. Gott. Bitte Adblock an Prinzessin. Niemals darfst du es vergessen. Im Internet bist du anonym. Was ist das? Was ist das? Fängst du ein neues Leben an? Im Internet. Okay, was war das? Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei allen Beteiligten. Ja, besser ist. Kaki schreibt auch XD mit kleinem D.
bin nicht mehr allein. Kaki, du Hurens. I'm sorry. Ich mag dich. Ich kenne dich nicht. Ich mag dich. So, das ist übrigens wahrscheinlich das letzte Match hier. Weil dann habe ich, glaube ich, den nächsten Titel erreicht und dann war es das für heute. Mit Splatoon. Splatoon. Ich habe auch gut in meinem Katalog-Level aufgeholt. Morgen 16:30. Blake, wie hast du morgen 16:30 Zeit? Was ist denn morgen? Sonntag? Ja, morgen ist Sonntag. Nach Samstag kommt meistens Sonntag, ja. Ich wusste nicht mehr, welcher Tag heute ist. Ich habe mein Zeitgefühl jetzt schon verloren. Du hast noch gar keine Ferien. Warte, doch, du hast schon Ferien. Ja. Jetzt, ne? Ja, doch, jetzt. Ja. Es kommt drauf an, wie ich mit dem Aufräumen fertig werde. Und ich muss irgendwie noch Schlafmöglichkeit hier reinbekommen. Aber es sollte passen. Okay. Weil dann können wir vielleicht morgen wieder Splatoon spielen. Weil Torge will morgen um 16.30 Uhr wieder Splatoon spielen und dann. Dann können wir dabei sein. Ach stimmt, du musst dir noch ein bisschen Schokolade für morgen aufbewahren, oder? Ich hab nur viel. Warum machst du das freiwillig? Ich hätte gebrochen jetzt schon. Keine Ahnung. Das waren übrigens 25 Matches. Oh. Genau 25. Hat mir her. Also ich hatte 25. Mike, au. Ich glaube, das Problem war eher die Geschwindigkeit und das Querbeet. More, maybe. Im 3-Minuten-Takt ist doch keine Geschwindigkeit. Eigentlich im 5-Minuten-Takt. Ja, dann war. Ja, beides halt. Manchmal brauchen wir noch länger. Hä? Oh no. Oh no. Okay, nein, never mind, ich hab's. Cringe. Oh no. Cringe. Nee. Badam, 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 badam. Wir bekommen voll auf die Schnauze, macht richtig Spaß. Och Mann, Alter. Ich habe einfach im Halbjahr, also im letzten Halbjahr noch 5 Tage gefehlt. Ist das zu glauben? Ich bin so beeindruckt. Ich auch. Ich dachte, es wären mehr. Ich habe in der gesamten Schulzeit vielleicht 3 Tage gefehlt. Wo ist Nikan eigentlich? Unrelatable. Ich weiß es nicht. Gone. Der hätte mit uns die Zeugnisdiskussion führen müssen. Aber wir haben jetzt die Zeugnisdiskussion gar nicht geführt. Das ist richtig. Ich glaube, der ist nicht da. Schlimm. Wegen mir. Wieso wegen dir? Du hast was gegen ihn, aber er ja nicht gegen dich. Warum hast du was gegen Nikan? Ich kenne die kann nicht, aber warum? Habe ich dir doch erklärt. Es ist eine längere Geschichte, die ich persönlich hier nicht im Stream erzählen möchte. Okay. Dinge sind passiert, Leute wurden beschuldigt, Nikan hat verteidigt, Torge ist aber passiert und dann Streit. Okay. Nicht nur Leute wurden beschuldigt, Nikan ist einer der Beschuldigten. Ja, Nikan wurde sogar beschuldigt, unter anderem. Aber Nikan war es nicht. Nö, Nikan unschuldig. Okay. So, ich hab übrigens nicht den nächsten Titel erreicht, also müssen wir noch weiterspielen. Und solange es keine anderen handfesten Beweise gegenüber dieser These gibt,
bleib ich bei dieser These. Okay. Und solange ich nicht. Du weißt aber, dass wir in Deutschland nach Zweifel für den Angeklagten handeln, ne? Normalerweise. Ich erwarte, wenn dann mindestens eine Entschuldigung. Hat's denn aufgehört seitdem? Der Account ist tot. War der schon vorher tot? Der war. Also der ist nicht gelöscht. Ja, aber hat er schon davor nichts gepostet oder erst seit der Sache? Nichts mehr. Ich glaube, seitdem. Seitdem die Person die andere Person konfrontiert hat. Der Brumpi? Oder wen meinst du jetzt? Ja. Person 1 ist Brumpi. Und Person 2 ist Horry. Richtig. Seitdem ist der Account. Hm. Überraschend. Ein weiterer seltsamer Zufall auf der seltsamen Zufallliste. Die sich langsam auch echt häufen. Viele seltsame Zufälle in dem Fall. Ach so, ja, stimmt, die sind ja zu scheiße zum Wählen da hinten. Was zum Fick? Wie hat der mich gesehen? Der konnte mich doch gar nicht sehen! Ausgerechnet Berlin, so. Aua, das ist laut. Ja. Klar. Metroid Prime Remastered hat einen besseren User-Score als Metroid Prime auf dem GameCube. Ja, das könnte an der deutlich besseren Steuerung liegen. Aber den exakt selben Kritiker-Score. Ja, da haben sich die Kritiker halt wieder einfach gemacht. Ich war gut sehr schlau. Nee, ganz ehrlich, also wie man dem den gleichen Score geben kann, allein an der von der Steuerung her, verstehe ich nicht. Der Score war halt damals schon 97. Ja gut, dann hätte man halt 98 draus gemacht. Meine Fresse. Aber aus einer 8.9 User Score. Aber Metroid Prime ist auch keine 97, bin ich ganz ehrlich. Also bleibt das bei 97. Ihr würdet eigentlich runtergehen. Aber auch bei der GameCube-Version. Ja, bei der GameCube-Version ein gutes Stückchen und bei der Prime-Version, bei der Remastered-Version ein weniger gutes Stückchen. Ein gutes Stückchen und ein Müh. So. Ich bin jetzt ultimativer Vollmilch-Fan. Sehr gut. Ich denke, das war's dann auch für heute. Im Stream. Der Stream. Hol mir noch meine neue Belohnung ab aus dem Katalog. Meine Katalogbelohnung.
Bin froh, wenn auf der Arbeit die Umbauarbeiten an der Beleuchtung vorbei sind. Ach, jetzt redet ihr mit mir. Jetzt fangt ihr an mit Gesprächsthemen. Es ist kacki, was Warum sind Umbauarbeiten auf eurer Arbeit? Kommt noch irgendwas dazu? Hat noch irgendjemand mehr abgestimmt? Ja, leider im falschen Team. Wer hat abgestimmt? Wir bekommen LED. LEDs. Ich glaube, Alex kam dazu. Alex Sylvania und ist beim Team Weiße Schokolade. How dare he? Was hast du so gemacht, Timmy? Wie, was habe ich gemacht? Was soll ich gemacht haben? Ich habe Splatoon gespielt. Sieht man das nicht? Er hat Splatoon gespielt. Ich habe Splatoon gespielt. Blake hat mir ein Reel geschickt. Blake pennt gleich ein. Wollte ich gerade sagen. Blake nicht einschlafen. Ich doch nicht. Nee, Blake ist noch nie eingeschlafen irgendwann. Obwohl, hier kannst du es machen, hier kann ich dich kicken. Also aus dem Bullshit kicken. Ja. Wenn du einpennst. Weil der die Überbelichtung nicht so krass macht. Hast du wieder deine Lampe abgedeckt? Ja. Mit deinem BH. Ja. es funktioniert halt. Ja. Ich kann's nichts machen. Was will man tun? Good luck on the Splatfest, everyone. So, wenn ich den wegnehmen würde, dann würde das gleich ganz anders aussehen hier. So nämlich. Nee. Ja, das überbelichtet. In der Tat. Das finde ich nicht schön. Weißt du? Diffused Layer, ja. Großes Wort. Jetzt ist von unten überbelichtet. Naja, ich muss sagen, ich mache das auch ein bisschen länger, aber ich habe halt so was. Du machst es nicht nur länger, du machst es überhaupt. Blake macht es ja gar nicht. Ja. Streamen. Das graue Ding da oben. Ich mach das. Ich mach das nicht. Richtig. Ich habe eine Tischlampe. Mit einem warmen Licht. Eine Warmlicht-Tischlampe. Mit einer gelb Glühbirne. Ja, ich mag gelbes Licht sehr gerne. Ja, ich auch. Was hast du so gemacht? Wie ist Spike's Family so? Spike's Family ist richtig genial. Mega guter Anime. Sollten alle schauen, die Crunchyroll haben. Hust. Also das Crunchyroll-Abo lohnt sich halt für einen Monat kann man sich holen. Und dann schaut man einmal Spike's Family durch und dann läuft das Monatsabo wieder aus und dann ist gut. Mehr Crunchyroll braucht man nicht. Ich brauche momentan wirklich nicht mehr Crunchyroll. Ich möchte eigentlich Detective Conan weiterschauen, weil ich diese Serie fucking liebe. Was? Arsch. Arsch? Bad? Bad? Wieso Bad? Wieso Bad? Aber. Aber ich komme nicht dazu, ich habe keine Zeit.
Ah, da ist Torges Spind. Haben wir den auch mal gesehen. So. Hast ja gestern geguckt, Timmy. Ich weiß, du Stalker. Ach, hast du auch deinen eigenen Stalker, so wie Markus? Ja, scheinbar schon. Nee, es wird halt auf Discord bei mir angezeigt, wenn ich Crunchyroll schaue. Ja gut, dann hast du viele Stalker. Ja, weiß nicht, Torge, dir wurde es auch angezeigt, dass ich Crunchyroll geschaut habe. Und, hättest du gewusst, dass ich gestern Spike's Family geschaut habe? Ich habe nicht geguckt. Ja, also. Ich weiß nicht, ob... Ich war beschäftigt, glaube ich. Jetzt ist die eingepennt, ne? Nein, ich bin wach. Ja, wie lange noch? Weiß ich noch nicht. 20 Sekunden. Wie ich Lust hab. 20 Sekunden. Ich spreche dich einfach nochmal random an. Irgendwann, wenn du dann nicht antwortest, krieg ich nicht wieder. Deal? Deal. Find's gut. Ich soll gar nicht einpennen. Eins. Zwei. Drei. Oh nein, sie zählt Schäfchen. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Haha, sie hat Sex gesagt, lol, XD. Ja. No. Timmy. Ja. 69. Das war wunderschön. Oh, glorreicher Vollmilch-Fan ist der Torge. Ja, reicht auch erstmal. Schlaf, Kindlein, schlaf. Das hilft nicht. Die Mutter hütet's scharf. Der Papa schüttelt's Bäumelein. Nee, wie geht das? Der Papa schüttelt's Bäumelein, da fällt hinab ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Ei. Sau. Oh. Interspeziale Befruchtung funktioniert so nicht. Doch. Okay. Deine Mutter ist eine Kuh. Die Junge. Deine Mutter ist Becks Arsch. Schmetterling. Nein. Da ist ein Schmetterling, da ist ein Pilz. Oh je, und da ist eine Weltkarte. Okay, sie ist absolut übermüdet. Da sind Schriftzeichen. Da sind Noten. Da ist mehr Schrift. So. Dementsprechend würde ich sagen, Blade geht weg. Nein. Da sind Blumen. Da sind Muscheln. Da sind Vögel. Das ist, ich glaube, das ist eine Geosphäre. Das sind Pilze. Ei, meine... No, ich hätte da nicht hinschauen sollen. Wohin? In meine Kampf-History. Ah, verloren. Ah, hey, da habe ich gewonnen. Zweimal gewonnen, einmal verloren, einmal gewonnen. Zwei, fünf, dreimal verloren. Ah ne, gleich auf ist nicht verloren. Ah. Pepperoni, Pepperoni. Ah, ich muss auch zugeben, ich bin auch langsam müde, aber ich bin auch seit 5 Uhr wach. Also ich bin seit 11 Uhr wach. Ich bin seit um 7 wach. Und ein bisschen vorher vielleicht. Wieso bist du seit um 7 wach? Ich bin davor wach geworden und dann hat halt mein Wecker geklingelt und dann war ich noch wacher. Noch wacher? Also Blake's Aufwachzeit klingt zumindest nach einer angenehmen Aufwachzeit, nicht um 5 Uhr. Normalerweise 6 Uhr halt, wenn Schule ist. So. Aber am Wochenende ja nicht. Geht noch. Aber ich mach den Stream jetzt aus. Ich hab keine Lust mehr. Wir sehen uns morgen, vielleicht, vermutlich, keine Ahnung, Splatoon. Und ansonsten nächste Woche, vermutlich, vielleicht, keine Ahnung, Zelda, Metroid, Zeug, passiert. Auf Wiedersehen.
Tschüss.